Herzlich willkommen zur Folge 30. Mal gucken, ob wir den Vorspann jetzt mal drin lassen oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Ein kleiner Talk. Ein kleiner Talk über Apples WWDC letzten Montag. Genau. Nun ja. Wer es nicht mitbekommen hat, es gibt keine neuen Geräte. Die kommen vielleicht noch. Ja, definitiv. Die kommen bestimmt noch dieses Jahr. Johannes. Simon. Wir treffen uns zu später Stunde. Ja, es ist jetzt 19 Uhr, 20 Uhr. Ja, normalerweise treffen wir uns so mindestens 9 Stunden früher gefühlt. Ja. Meistens. Früher sogar noch. 9 nehmen wir meistens auf. Nun ja, jetzt. Immer sehr früh nehmen wir normalerweise. Ja, jetzt ist 19 Uhr. Hat sich einiges geändert bei uns. Ja, ja, definitiv hat sich einiges geändert. Bei dir haben wir es ja schon angeteasert mit dem Spielfilm. Zu meiner Veränderung kommen wir nachher. Die ist auch umfangreicher, als man denkt. Erzähl, was gibt's Neues? Du bist jetzt eine Woche im Büro, ne? Ja, also jetzt habe ich meine erste Bürowoche hinter mir. Ich bin gerade in Ludwigsburg. Ich werde angerufen. Tut mir leid, es, mein Handy vibriert, das irritiert. Ja, man hat es mal zu vibrieren gehört, ne? Es war ja lautlos. Es war lautlos, ganz genau. Vorbildlich. So, damit man es nicht im Podcast hört und jetzt hat man es trotzdem gehört, weil wir es thematisiert haben. Ja, ich hab's jetzt ins Mikrocase, da ist Schaumstoff. Okay, nein, also bei mir hat sich insofern geändert, dass ich jetzt eine Woche im Büro war. Ich bin jetzt in Ludwigsburg bei der Produktionsfirma und heute die zweite Woche, jetzt hat die zweite Woche begonnen, statt Montag. Ja. Und wir haben jetzt noch 3 Wochen bis zum Dreh. Wir drehen den kompletten Juli durch. Wir fangen, ich glaube, erster Drehtag ist am 3. Juli. Und wir drehen in Stuttgart und Umgebung. Ja. Also, hauptsächlich Stuttgart. Und wir erzählen im Film auch Stuttgart. Also es ist nicht so, dass wir hier drehen und das dann irgendeine andere fiktionale Stadt wäre, sondern es bleibt bei Stuttgart auch im Film. Hat man selten tatsächlich Stuttgart im ja, Film. Ja, genau. Und wir machen auch einen kleinen Ausflug nach Berlin. Also wir reisen nicht nach Berlin zum Dreh, sondern wir verkaufen Motive in Stuttgart als Berlin. Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, jetzt doch, weil du hattest gemeint da noch, dass der gestorben nein, ist, nein, der Dreh. Es wird auch noch ein bisschen in Berlin erzählt. Genau, aber das machen wir alles hier. Ja, und ansonsten, interessantes Projekt. Ich als Motivaufnahmeleiter, beziehungsweise eigentlich nicht Motivaufnahmeleiter, sondern eher wirklich Location Service. Kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal im Thema ein bisschen drauf. Das heißt, ich kümmere mich alles um alles, was im Prinzip mit den Motiven zu tun hat. Jetzt gerade in der Vorproduktion den Kontakt mit den Locations, die wir schon haben. Ich begleite das Team mit Regie und Kamera zu den ganzen Motivbesichtigungen und dann fällt die Entscheidung, welches Motiv wird es. Ja. Sagt den alten Motiven ab und sowas. Ja, und ja, bin da jetzt seit, bin jetzt mit meiner zweiten Woche dort und es macht mega Spaß, ist ein mega nettes Team. Ein paar vom Team kenne ich auch von letztem Jahr, von dem Kinofilm, bei dem ich dabei war, auch als Motiv, Manager, ja, Location Service Mensch. Und aber es sind auch viele neue dabei und super Team, also macht Spaß. Man merkt jetzt halt, so die Arbeit wird jetzt schon stressig. Ich meine, es ist eine mindestens 50-Stunden-Woche. Ja. Also alle 5 Tage, 10 Stunden. Natürlich Überstunden kommen immer mal irgendwo dazu. Ja. Gerade wenn es dann am Ende der Vorproduktion losgeht, Richtung Dreh, dann wird es natürlich etwas heftiger, bis dann alles steht und stehen muss. Ja. Und dann kommt halt noch dazu, dass wir so Sachen wie jetzt hier den Podcast machen. Dann habe ich noch in meiner eigenen Firma noch andere Projekte, die irgendwie noch gemacht werden müssen. Und das findet dann halt abends statt, so jetzt wie heute der Podcast. Ja. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, gucke ich mal, wie spät es wird, ob ich dann noch was mache, was noch die eigene Firma betrifft. Ja. Und das ist halt so jetzt eine Zeit, wo man halt einfach merkt, dass man wirklich viel leisten muss. Aber man halt auch merkt, dass am Ende davon auch einiges jetzt gerade rumkommt. So. Und also klar, es macht Spaß und ich glaube, solange man jung ist, kann man auch nochmal so wirklich viel machen, viel arbeiten, lange arbeiten. Solange es geht und solange es einem Spaß macht, funktioniert das, glaube ich, auch, dass man einfach mehr macht, als wenn man jetzt quasi nur angestellt ist und im Angestelltenverhältnis arbeitet und halt morgens hingeht und abends heimgeht. Ja. Und hat man halt, das hat man einem Freizeit. Das ist halt hier anders, ne? Das kennst du ja auch und davon, da wirst du ja auch wahrscheinlich gleich nochmal dazu kommen bei dir. Auf jeden Fall. Genau. Nee, aber stressig, kommt aber viel dabei rum, es macht Spaß und das ist die Hauptsache. Du bist ja jetzt aber früher in die Produktion eingestiegen wie letztes Jahr bei Leibniz frisch, ne? Genau, ich glaube. Das heißt, die ganzen Location-Touren und sowas, hattest du das letzte Mal auch oder welche Aufgaben kommen jetzt als ich dazu? Letztes Mal kam, gab es die Location schon, die waren schon bestätigt, die waren schon ausverhandelt teilweise, die Hälfte war vielleicht ausverhandelt, die Hälfte noch nicht so. Aber jetzt ist es wirklich so, dass wir von insgesamt 15 Drehmotiven aktuell
drei fix haben aktuell. Und bei vielen war dann mal noch Rückantwort, machen morgen noch, übermorgen eine Mini-Motivtour nochmal, um nochmal neue Motive kennenzulernen. Wir brauchen jetzt noch Krankenhaus und sowas. Da schauen wir uns ein paar Sachen an. Ja. Also ein paar Sachen fehlen noch. Die werden jetzt dann hoffentlich diese Woche klar gemacht oder halt gefunden. Ja. Und dann stehen halt noch ein paar Antworten aus, die jetzt halt dann, die jetzt kommen. Und ich steige jetzt tatsächlich ja früher ein, also ungefähr Ja. 2 Wochen früher als beim Kinofilm bin ich jetzt an Bord. Genau. Also da kommen jetzt auch noch neue Aufgabenbereiche dazu, die ich vorhin noch nicht hatte, bei dem Ja. Kinofilm zum Beispiel letztes Jahr. Ja, aber ist ja sehr cool. Wir kommen ja zu den Aufgaben nachher später noch. Genau. Was ich zu deinem Projekt noch sagen muss, ich finde diesen Arbeitstitel einfach der Hammer. Er ist ja schon Arbeitstitel aber noch, ne? Das Also ist ich glaube, so, der wird so nee, nicht die gesendet. Abkürzung des Ach Arbeitstitels. so. Weißt du, dieses, Ach so. wir haben ja jedes Mal so ein bisschen uns Notizen gemacht und hier steht einfach bei Johannes seinem aktuellen Thema HMMBMB. Ja. Das ist die Abkürzung des Arbeitstitels. Ich habe keine Ahnung, ob der offiziell ist, ob man den sagen darf, aber die Abkürzung, die ist so nichtssagend und so toll, HMMBMB. Es ist schon ein sehr langer Titel, wenn man ihn auch Ja, ausspricht. natürlich, ja. Aber der wird auch so nicht gesendet, vermutlich. Ja, ich finde das der Also, Hammer. genau, übrigens, wer es nicht mitbekommen hat, der läuft dann bei Sat.1. Also, das ist so typischer Dienstagabend 2015, Ja. Sat.1 Comedy-Streifen. Ich vermute, wir werden den Also, Sendetermin. Komödienstreifen. Ja, ich vermute, den Sendetermin werden wir dann auch Nee, ich hier denke. ganz deutlich Vielleicht dieses Jahr platzieren. noch. Man ist noch nicht klar, wann, aber vermutlich Ja. vielleicht dieses Jahr noch. Ja, dann schauen wir doch einfach und warten dann mal ab. Ach, Genau. herrlich, herrlich. Ja, Ja. aber bei dir hat sich ja jetzt auch dann was verändert seit Anfang des Monats. Ganz genau, ja. Also bei mir, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Veränderung ist größeren Umfangs. Ich habe ja bisher mit dir gemeinsam an der Hochschule gearbeitet, war da in der Fachbereichsleitung tätig. Das habe ich aufgehört, das weißt du ja schon. Die Zuschauer und Zuhörer wissen das noch nicht. Also ich habe die Tätigkeit an der Hochschule aufgehört. Ich bin da jetzt nur noch für einzelne Vorlesungsthemen zuständig und sowas. Ich bin, glaube, nächste Woche bin ich da irgendwie auf eine Vorlesung. Aber ansonsten habe ich das jetzt quasi aufgegeben sozusagen. Nicht, weil es mir nicht mehr gefallen hat, sondern weil ich einfach ein extrem cooles Angebot bekommen habe. Und zwar in der Kirche, wo ich aktiv bin, gibt es einen Fernsehsender, der heißt Hope Channel. Und die haben mir angeboten, bei ihnen mit ins Team einzusteigen. In einer Position, die viele Aufgabenbereiche umfasst, die ich jetzt in der Selbstständigkeit auch schon habe. Und das war auch das Reizvolle daran. Und die sind, also es ist jetzt nicht nur irgendwie ein Fernsehsender, sondern es ist wirklich so ein komplettes Medienzentrum. Die arbeiten auch wie eine Agentur im Prinzip. Und das ist, glaube ich, einer mit der größten Medienzentren, den so die deutsche Kirchenlandschaft hat, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß jetzt keine, ich habe jetzt keine Studie gemacht, aber so vom Gefühl her. Und das finde ich ziemlich cool und das macht sehr viel Spaß, dort zu arbeiten. Meine Aufgabenbereiche sind da klar Kamera, als Kameramann, sowohl on location als auch im Studio. Egal, ob es jetzt eine Fernsehsendung ist, ein Werbespot, der gemacht wird, irgendeine Kampagne oder Spielfilme auch, die geplant sind. Zweiter Arbeitsbereich ist natürlich Schnitt. Da übernehme ich einfach einiges von meinem Vorgänger, der hauptsächlich Schnitt gemacht hat. Das wird bei mir ein bisschen weniger der Anteil sein, aber trotzdem mache ich auch noch viel Schnitt. Farbkorrektur wird jetzt da sicher auch mit dabei sein. Zu dem Schnitt gehört auch der Live-Schnitt dazu, also in der Regie vom Studio. Und ein dritter großer Aufgabenbereich, der kommen soll, sind Producer-Tätigkeiten. Aktuell tun halt die Redakteure ganz viel Producer-Tätigkeiten übernehmen, was auch für die Fernsehsachen super funktioniert. Aber es kommen jetzt eben durch die Agenturarbeit immer größere Projekte, auch international oder einfach auch aus Deutschland heraus größere Spielfilmprojekte, Serienprojekte, die da gemacht werden. Und da soll ich eben mit meiner Erfahrung jetzt aus der Selbstständigkeit und generell, weil ich aus dem Spielfilmbereich komme, soll ich da eben mit tätig werden und da habe ich echt Bock drauf und da habe ich jetzt gerade eine Woche erst hinter mir. Ich bin da jetzt auch noch nicht Vollzeit, ich bin da jetzt erstmal auf ein paar Tage die Woche angestellt und bin da jetzt gerade am Reinkommen. Ich habe auch noch keinen eigenen Rechner gehabt letzte Woche, aber habe jetzt meine ganzen Zugänge zu den Systemen, zu den Datenbanken und fuchs mich da jetzt so ein bisschen rein. Die Kollegen kenne ich schon ganz viele, mein erster Arbeitstag war der Betriebsausflug, da habe ich sie alle kennenlernen können, das war echt cool. Und habe dann letzte Woche auch schon angefangen, im Studio Kamera zu machen und habe dann schon ein paar Sendungen geschnitten, die ich eh schon davor auch als Freelancer dort geschnitten habe. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Da ist jetzt auch so ein bisschen Aufgabenrochade gerade.
weil wir einfach die Aufgabenbereiche neu verteilen. Das ist ein super spannender Prozess, wo ich eben aktiv mitgestalten kann. Aber es ist eine Festanstellung. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Das merkt man als Selbstständiger, dass da weniger Freizeit ist. Ja, es stimmt, mit Festanstellung hat man geregeltere Arbeitszeiten. Das ist schon ein Vorteil. Da jetzt aber das Medienzentrum nicht hier bei mir um die Ecke ist, sondern ein bisschen weiter weg. Ich habe ungefähr 1,5 Stunden Anfahrt, wo ich jetzt gerade pendel. Hat Vor- und Nachteile, hat seine Gründe, warum ich es tue oder warum andere es nicht tun würden. Aber ja, man hat definitiv Freizeit. Ja, also ich nutze die Zeit dann im Auto ganz oft für Hörbücher. Und das habe ich jetzt für mich entdeckt, um einfach die Zeit nicht irgendwie immer nur 0815 Radio zu hören. Höre ich mir jetzt Hörbücher viel an oder habe auch super viel Zeit, um über die Sachen noch nachzudenken. Ja. Also eigentlich müsste ich, an manche Autofahrten müsste ich schon fast als Arbeitszeit irgendwie dazu rechnen, weil ich da wirklich dann mich in Projekte reindenke und sowas. Aber ein super spannendes Ding, was jetzt gestartet ist, wohin die Reise da geht, kann man noch nicht genau sagen. Aber es stehen jetzt schon einige coole Projekte an. Ende Juli bin ich auf dem Kongress und bin da im Prinzip Head of the Video Department und mache da die ganzen Live-Geschichten mit Livestream und sowas. Das sind schon coole Sachen. Von der Arbeitsweise her glücklicherweise sehr ähnlich der Selbstständigkeit, wie ich arbeite, also projektweise. Wir buchen uns da auch intern gegenseitig auf Projekte. Also die Projektleiter können immer die Mitarbeiter buchen für die Tage, für die Projekte. Eine Bandbreite an Inhalten und auch eine Bandbreite an Formaten, die da produziert wird. Und das genieße ich sehr, dort irgendwie aktiv zu sein. Und auch ein Stück weit die Selbstständigkeit noch ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken zu lassen, was jetzt nicht heißt, dass sie vom Umfang her weniger wird, aber einfach gedanklich. Ja, also ich mache trotzdem noch weiter in meine selbstständigen Projekte und sowas. Aber weil ich dort eben auch Perspektiven habe und sowas, ist es schon cool auch mal vielleicht. Heute hatte ich eine Anfrage und das hat zeitlich nicht geklappt. Da habe ich mich jetzt zwar schon drüber geärgert, aber nicht mehr so doll wie jetzt noch davor, weil davor einfach ich in der Festanstellung an der Hochschule viel im Büro saß, Korrekturen gemacht habe, was auch sein cooles Ding hat, was Spaß macht, in der Bildung zu arbeiten. Aber jetzt kann ich eben trotzdem Vollzeit dort an Projekten arbeiten. Und deswegen ist dieser Drang, jetzt ständig ein Projekt zu machen, ein bisschen geringer und ich mache dann auch hier zu Hause mal ganz gern irgendwie Buchhaltung jetzt mehr und sind gerade dabei, Buchhaltung neu zu strukturieren und sowas. Auf jeden Fall große Veränderung, spannendes Ding. Und trotzdem bist du noch selbstständig nebenher, Ja, weiterhin. absolut, ja. Also ich bin jetzt sowieso jetzt gerade noch in Projekten drin. Ich war bis vor kurzem noch bei den DM-Livestreams dabei. Jetzt gerade bin ich noch in diesem Edeka-Umbauprojekt mit dabei, wo ich heute Morgen zum Beispiel war. Ich bin noch bei anderen Kunden mit, wo wir Fernsehsendungen drehen, wo wir irgendwelche kleinen Image-Clips drehen und sowas, wo ich mal hier was cutte, da mal was cutte oder Kamera mache. Also das ist immer noch Bestandteil meines Berufslebens und das wird es, glaube ich, immer sein, weil ich möchte das eigentlich nie aufgeben. Und ich freue mich auch weiterhin über neue Projekte und mache die super gerne. Genauso stehen jetzt auf jeden Fall noch für Juni steht noch, Juli steht noch ein Projekt aus, was irgendwie kommen soll, nochmal von einem Kunden, den wir schon haben. Da steht ja noch der dritte Film aus. Heute erst wieder mit einem Kunden telefoniert, wo wir nochmal Drehtermine ausgemacht haben, jetzt für Juli. Also gibt genug zu tun und das mache Stimmt, ich das auch haben wir sehr auch noch. gerne. Da bin ich ja. Da bist du auch noch mit dabei, Nur ja. guck mal, wie man das Ja, hinkriege, das kriegen wir schon irgendwie. Ich habe ja ehrlich gesagt noch so ein bisschen meine Zweifel dran, dass es im Juli stattfindet. gell? Okay. Also ich vermute, Also, ich hätte mit August kein Problem. dass es auch tatsächlich eher darauf laufen wird, weil ich habe ihnen gesagt, sie sollen mir, weil der Sommer eben voll ist, nicht nur bei mir, sondern auch beim Team, mit dem ich arbeite, habe ich ihnen gesagt, sie sollen mir 1,5 bis 2 Monate Vorlauf geben, einfach terminlich, weil Termine sind immer schwierig, wenn wir da in diesen Arztpraxen drehen. Und ich habe bis heute noch keine Rückmeldung bekommen. Ja, Mama. Ja, also. Das bleibt es abzuwarten. Vielleicht tue ich mal nächste Woche in einer ruhigen Minute, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte gerade nichts zu tun, denen nochmal eine E-Mail schreiben. Ansonsten warte ich das einfach ab. Ich denke, das Projekt rennt nicht weg, aber wenn es ein bisschen ans Ende des Jahres rennt, halte ich es nicht auf. Sagen wir so. Also es tut mir jetzt auch gerade ganz gut im Juni. Ich bin jetzt auch noch öfters oben bei dem Medienzentrum als sonst, weil ich auch da wieder Schnitt kann ich viel von zu Hause aus machen, wo ich sehr vorteilhaft, aber da bin ich jetzt eben noch sehr eingespannt und gibt eh genug zu tun. Deswegen
Langweilig wird es nie. Ja, aber deswegen, wenn es weiter hinten ins Jahr reinkommt, das Projekt ist auch in Ordnung. Ja, also ihr hört viel los, viele Veränderungen super bei uns. Super viel los. Für euch sollte sich natürlich darin jetzt erstmal grundsätzlich nichts ändern. Klar, wir müssen für uns halt gucken, wie wir die Termine halt anders timen. Ne? Klar, wir haben jetzt nicht mehr alle Tage zur Verfügung, wir haben auch nicht mehr morgens aktuell zur Verfügung. Ja. Wir müssen halt das irgendwie anders hinkriegen. Aber das hatten wir ja schon mal. Also es wäre ja während deiner Leible und Frischzeit hatten wir ja genau das Gleiche. Und wir waren ja auch davor schon beide irgendwie in der Anstellung drin. Also für den Podcast ergeben sich da vielleicht 1-2 Tage Verschiebung ab und zu mal so. Und dafür aber können wir natürlich auch neuen Inhalt liefern, ne? Also wir können ganz genau das erzählen, ist die Sache. Wir können euch Einblicke geben in Projekte, die anstehen oder halt eben auch speziell dann in die Haupttätigkeit, die jetzt halt aktuell dann präsent ist. Morgen zum Beispiel bin ich beim Kameratest. Da testen wir neue Kameras. So. Da kann ich Kameras, die du selber, also teilweise selber schon mal, schon mal selber hattest in einem anderen Projekt oder auch Kameras dabei, die noch komplett neu für dich Kameras sind? Die ich auch noch komplett gar nicht in der Hand hatte. Also da ist zum Beispiel die EV1 mit dabei, die wir testen. Wir werden eine Varicam testen. Mhm. Und dann, ich glaube, es ist noch eine C200 und eine C300 dabei. Die EV1 würde mich dann interessieren. Ja, die interessiert mich auch sehr. Aber die Varicam soll auch sehr stark sein. Also es sind beides sehr coole Kameras. Ich bin super gespannt auf morgen, wie das wird. In der nächsten Folge dann. Ja. Da gibt es vielleicht einen technischen Themenblock. Ja, sehr schön. Gut, wir machen in gewohnter Manier weiter, denn wir haben ja unser Projekt zufällig falsch hier im Podcast mal wieder aufgegriffen. Also wir haben es damals gemacht, also das Abschlussprojekt. Dann haben wir es aufgegriffen vor, ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben, bestimmt vor 4 Folgen oder so. Ja, so weit in dem Dreh. Haben wir angefangen, um einfach dieses Abschlussprojekt, unser Meisterstück, das wir mal gemacht haben für die Hochschule, aufzurollen nochmal, drüber zu sprechen, einzelne Bereiche ab nochmal euch zu erklären, wie haben wir was gemacht, wie haben wir was gelöst. Und heute sind wir beim Punkt Team. Genau. Ne? Unser Team. Crew. Und Team, Ich habe jetzt gerade schon mal unsere Stabliste aufgemacht. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das strukturieren wollen. Naja, also ich hätte jetzt vielleicht mal gesagt, was unsere Haupttätigkeit war, was wir gemacht haben und dann einfach durchgehen, was für Position hatten wir. Ja. War die Position gut besetzt oder also hätten wir davon auch mehr Leute noch Assistenten brauchen können, damit der Dreh noch reibungsloser abgelaufen wäre, als er ja eh schon funktioniert hat. Ja. Genau, vielleicht irgendwie so. Ja, definitiv. Ich merke gerade, ich habe hier teilweise Telefonnummern, die ich demnächst noch gesucht habe. Hätte ich mich mal an unsere Stabliste erinnert. Ja. Fangen wir an. Also unser Projekt bestand im Prinzip aus uns Zweien erstmal, weil wir hauptverantwortlich dafür waren. Es war ja unser Abschlussfilm und die Vorgabe war, entweder alleine oder zu zweiten Film zu machen. Genau. Und da wir in der sehr komfortablen Lage waren, am Ende nur noch zu zweit zu sein bei uns im Kurs, haben wir gesagt, es macht nichts mehr Sinn, als zu zweit diesen Film zu machen, um alle Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Und haben uns dann mehr oder minder unseren Schwerpunkten gewidmet. Mhm. Ja, also haben unsere Abschlussproduktion schon so auch als unser Gesellenstück angesehen in unseren Handwerken. Beide mussten natürlich Producer sein, weil wir beide das finanzielle Risiko mitgetragen haben und auch finanziert haben. Aber dann gab es eben zwei große Aufgabenbereiche, die sich auch jetzt in unseren heutigen Tätigkeiten absolut widerspiegeln. Du hast ja den Bereich Aufnahmeleitung übernommen. Ich würde fast schon sagen, mittlerweile so ein bisschen auch Produktionsleitung einen großen Teil davon, neben dem, dass du Producer warst. Und ich habe eben Producer-Tätigkeiten und die Kamera übernommen, mit der Kamera. War im Prinzip dann, wo du der organisatorische Leiter warst, war ich dann quasi der kreative Leiter. Ja. Und das war ich erstaunt, haben wir nicht irgendwie uns hingesetzt und eine Liste gemacht, wer übernimmt was, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. Ja. Und das fand ich sehr cool, das war so ein dynamischer Flow, irgendwie, der sich in unseren Projekten schon so abgezeichnet hatte und da jetzt dann eben auch selbstverständlicherweise zu Tage gekommen ist. Ja, das war nicht nur so, das hat sich halt ergeben und irgendwie, es war ein Ungleichverhältnis oder so, sondern es hat sich aufgeteilt, automatisch und es hat sich fair aufgeteilt, glaube ich. Also, absolut. Jeder hatte genug zu tun, jeder hatte ungefähr gleich zu tun. Klar, mal hat einer in seinem Bereich mal länger gemacht, dafür hat der andere dann mal wieder in seinem Bereich mal dann wieder irgendwie länger gemacht. Ja. Und was ich cool fand, wir hatten beide trotzdem noch die Möglichkeit, parallel
andere Projekte zu verfolgen. Also das war auch irgendwie so, also ich kannte Projekte, die war, also wo ich mit dabei war, die fanden es dann total doof, wenn man sich währenddessen noch einem anderen Projekt gewidmet hat. Auch wenn es nur ein Bruchteil der Zeit war. Aber für uns war das irgendwie selbstverständlich, dass wir noch andere Projekte gemacht haben. Also du warst ja auch noch in der Zeit, glaube ich, eine Woche in Hamburg oder sowas und hast damit gedreht. Ich hatte ein paar kleinere Geschichten. Aber es Ich hat uns glaube, ja es auch. war 2 Wochen oder 3 Wochen. War ich weg? Ja, du warst eigentlich fast den kompletten Dezember weg, ne? Ja, ich merke schon, das war da, wo ich Studio gebaut habe. Nee, aber das fand ich cool, weil wir einfach noch mehr Input dadurch bekommen haben und weil wir, ich glaube, es war auch ein guter Ausgleich, einfach um nicht so diesen Tunnelblick in das eine Projekt zu kriegen. Ne? Aber zu zweit lässt sich natürlich das Ding nicht machen. Und zwar relativ schnell klar, als wir dann irgendwann das Drehbuch geschrieben hatten, was ja nicht unsere, sag ich mal, Expertise ist. Ja, also Ja, nicht unser Fachbereich, ja, aber. ich würde sagen, dass wir, also zumindest kann ich es von mir sagen, wenn ich ein fertiges Drehbuch bekomme und es durchlese, kann ich Schwachstellen finden, kann ich Stärken finden und kann es auch weiter bearbeiten. Aber meine Stärke ist es nicht, eine Story aus dem Nichts unter Zwang zu erstellen. Also ich kann Stories entwickeln, wenn ich wirklich gute Einfälle habe, aber aus dem Nichts und dann noch unter Zwang und mit Zeitdruck eine Story zu entwickeln, da bin ich eine absolute Niete drin. Ja, mir geht es ja ähnlich. Also ich kann mir eine Story ausdenken, irgendwie so ein Grundthema, die Thematik nehmen und mir dann da kurz ein paar Gedanken drüber machen. Und ich denke auch oft so, wenn ich irgendwie was in der Welt passiert oder wenn irgendwie was schon länger her ist, wo dann irgendwie nochmal eine Dokumentation, wo das Ganze nochmal aufarbeitet, wo ich denke, hey, eigentlich ist es eine ziemlich reife Story. Dann gucke ich, gibt es dazu schon einen Film? Oh, gibt es nicht. Das wäre ja mega die geile Idee. Denke mir dann so ein paar Sachen aus, aber ich könnte mich dann nicht hinsetzen und anfangen, Drehbuch zu schreiben. Da würde ich mich zu arg ablenken und weil das einfach, weiß nicht, gar nicht mein Ding. Ja, es ist, glaube ich, auch einfach eine Begabung, die man haben Ja. muss. Und also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass ich da jetzt Nö. nicht der Experte drin bin. Ich entwickle eher Stories mit Bildern im Kopf. Also ich habe manchmal so Bilder oder also so ein Bild und weiß dann, wie ich das gern kameratechnisch umsetzen müsste und um was es in diesem Bild geht, welche Emotionen da sind und sowas. Das habe ich voll oft im Kopf, so, ja. Aber dann überlegen, okay, und in welchem Story-Kontext könnte das jetzt stehen? Dann fällt mir so vielleicht noch eine Szene davor und eine dahinter ein, was ich machen kann. Aber so baust du ja keine Geschichte. Ja. Genau, also da wir dann unser Drehbuch irgendwann hatten, haben wir gemerkt, wir werden auf jeden Fall keine Regie führen, weil das auch zeitlich zu anspruchsvoll ist und nicht unser Ding ist. Und haben uns dann recht schnell dazu entschieden, einen Regisseur zu engagieren, der sich für unsere Story begeistern konnte und der auch bereit war, mit uns an der Story zu arbeiten. Weil uns natürlich auch wichtig war, dass es trotzdem unser Film bleibt. Ja, also klar, wir brauchen einen Regisseur, aber so das Herz des Films sollte trotzdem noch bei uns liegen. Ja. Und da haben wir den Yunus gefunden. Ist der jetzt auch bei dir mit in der Spielfilmproduktion dabei? Oder ist Nee. das ein anderer Yunus? Es hat sich bis heute nicht aufgeklärt. Hat sich bis heute nicht Ich aufgeklärt? habe bis heute diesen Jonas nicht gesehen. Okay. Nun, wie dem auch sei. Also der Yunus hatte auf jeden Fall ein, zwei Jahrgänge vor uns an der SAE studiert. Mit dem waren wir auch auf Produktion und der hatte sich eben im Bereich Regie entwickelt. Und den haben wir dann einfach gefragt, ob er Bock hat, haben wir ihm das Drehbuch geschickt und haben uns mehrmals getroffen, mit ihm die Sachen besprochen. Er hat dran gearbeitet und so weiter. Ne? Auflösung mit Genau, dem. Auflösung haben wir mit ihm gemacht. Er hat dann auch viel mit unserem Kostümdepartment geredet und unserem Szenenbilddepartment und hat mit denen ganz viel kreative Arbeit geleistet und uns dadurch entlastet. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um hier einfach so eine Dreierbasis zu haben, auf die man sich stützen kann. Genau. Dazu hatten wir noch eine Regieassistenz Genau, ja. und dazu hatten wir dann noch Skript und Continuity. Genau, Regieassistenz in dem Fall, weil wir ein Also paar kombiniert kommen. in einem. Genau. Regieassistenz, weil wir auch ein paar Komparsen hatten und der Yunus auch immer wieder Zuarbeit gebraucht hat mit, ach, wie heißt denn Ja, das jetzt schon wieder? gerade was die Regieauszüge Genau, die angeht. meine ich, ja, Regieauszüge, genau. Und dann halt Script und Continuity war, glaube ich, sehr wertvoll, dass da unsere Regieassi dabei war. Ja, also im Prinzip, ich würde so sagen, für die Größe des Projekts war das auch ausreichend, Ja, dieser definitiv. Regiestab mit diesen 3 Leuten. Ja. Die haben es auch alle gut gemacht. Hätten wir, das sehe ich jetzt gerade, hätten wir, klar, es gibt ja auch oft so, dass dann, es gibt einen ersten Regieassistenten und manchmal noch einen zweiten. Wir hätten jetzt einen Ja. ersten Regieassistenten. Den zweiten hätten wir nicht gebraucht, weil Nee. kleines Projekt. Dafür hatten wir auch Hätten zu wenig wir, zu tun. genau, hätten wir gebraucht, wenn wir mehr Komparsen zum Beispiel gehabt Ja, hätten. klar. Dann wäre es ein Thema gewesen: Komparsenregie oder so. Komparsen kümmern, Komparsen koordinieren, Casten auch und solche Geschichten. fertig machen, die Komparsen fertig machen lassen und so weiter, vorbereiten. Dann Definitiv. hätten wir, das wäre so ein Grund, wo man sagt, okay,
Ein zweiter Regieassistent schadet auf keinen Fall. Ja. Und wir hatten uns auch entschieden, nach dem deutschen System zu drehen. Das heißt, die Regieassistenz hatte bei uns nichts mit der Aufnahmeleitung zu tun. Das erklärt vielleicht später einfach ein paar Positionen noch. Ja, Genau. aber dazu muss ich sagen, Ja. ich hab das jetzt schon öfters erlebt beim Spielfilm, also eigentlich bei jedem Spielfilm, den ich gemacht habe, war immer tatsächlich Aufnahmeleitung ganz eng mit Regieassistenz. Das habe ich jetzt mit der ersten Regieassistenz, das habe ich jetzt bei allen Spielfilmen erlebt und habe es am Anfang irgendwie als komisch empfunden. Ja. Aber mittlerweile, wo ich dann immer so das Ganze beobachte und sehe, wie es funktioniert und wie das Ganze angegangen wird, macht das durchaus Sinn. Ja. Also wird sicher Nee, einen Grund also ja, haben, es macht einfach also Sinn, das klar, wird man sich ja. machen. Aber es Ja. war für mich schon ein bisschen komisch, weil ich es nicht gewohnt war, weil ich anders gelernt habe und Ja. weil wir es auch anders gemacht haben. Aber über die Zeit jetzt, wo man eben diesen mit dir noch tiefer drin ist und regelmäßig daran arbeitet, würde ich, glaube ich, wenn ich mal einen Film mache, das auch so aufbauen. Ja. Und nur so Ja, als cool. Einwurf. Ja, absolut, absolut. Ich erinnere mich bloß an eine mehr oder minder schöne Gegebenheit bei einem Porsche-Dreh, den wir mal gemacht haben, wo wir das erste Mal mit diesem System konfrontiert wurden. Ja, da wo kurz über, wo ich ganz kurz Ja, nicht wusste, wie so klein mit Hut war der Johannes da. weil ich nicht Ey, wusste, wie umgehen mit der du hast mir Situation. so leid getan, wirklich. Du hast mir so leid getan. Nun Ja. gut, vielleicht erzählen wir die Story mal ein anderes Mal. Okay, gehen wir weiter. Machen wir vielleicht kurzes Kameradepartment mit dabei oder wollen wir Wollen wir kurz Produktionsdepartment? Produktion Ja, abschließen, weil das, da haben wir ja, da angefangen. haben wir jetzt gerade so angefangen, ne? Genau. Ja, genau. Also wir hatten uns als Producer bzw. als Produzenten drin. Dann klar, ich habe noch die Aufnahmeleitung übernommen. Also alles, was Koordination angeht, Ja. für die einzelnen Drehtage. Dann hatten wir klar ein ZHL. Genau, Hatten ja. wir einer, der durchgängig war, oder? Ich Wir überlege. hatten einen für Sonntag bis Ja, Donnerstag es und dann war. noch Was steht hier sogar? Ja, eine stimmt. Ersatz für Ja, den ich sehe es Freitag auch. Hier steht sie im auch so. Krankenhausstudio. Genau. Aber ich muss sagen, also die ZRL-Position war eine, worüber wir tatsächlich viel diskutiert haben. Ich weiß noch, wie wir da saßen und ich bin von einem, so einem Network-Tag zurückgekommen und habe gemeint, Johannes, ich habe jemanden. Den nehmen wir als ZAL. Und Johannes schaute mich entgeistert an. Ich bin doch der ZAL. Ja, das war also ganz, das war relativ, ja, wann war das? War das? Ja, es war halt, ich weiß gar nicht, wie weit war das Das von drin, war war schon im im Anfang November. November, nur so Ja, Ende und November, ja, Januar hatten Oktober. wir dann gedreht, ja. Genau. Ja, und ich bin davon ausgegangen, dass ich auch noch zu der Aufnahmeleitungsposition auch die ZHL-Position machen kann. Ja, also so hatten wir es ja bisher immer gemacht. Ja, aber dann hast du gemeint, du hast jemanden und du hast dann auch gemeint, dass es, und ich glaube auch der Yunus hat dann irgendwann gemeint, das wird, oder mit allen Leuten, die wir gesprochen haben, das wird zu hart, das wird zu viel. Ja, Also, und ja. vor allem ist unklug, den Aufnahmeleiter auch gleichzeitig den Set-Aufnahmeleiter zu machen, weil der Du bist sitzt dann ja, ans Set gebunden. genau, oder eigentlich ist der Aufnahmeleiter halt nicht am Set, sondern der ist halt weg vom Set. Ja. Und ja, das, wir haben dann drüber gesprochen. Ja, wir haben drüber Und irgendwann habe ich dann gesprochen. gesagt, ja, dann vielleicht habt ihr recht und vielleicht sollte ich nicht Ja. noch ZAL machen, sondern Nee, nur. also ich glaube, die Position, die war schon wichtig. Also gerade an 2 Tagen, wenn ich dran denke, an dem Dienstag, wo wir in dem Waschsalon gedreht haben. Da war es schon sehr wertvoll, den ZRL zu Ja. haben, einfach aus zeitlichen Gründen, weil wir hatten jemand als ZRL, der war schon deutlich älter wie wir, der war ein gestandener Producer-Aufnahmeleiter, der auch irgendwie mit dem SWR zusammenschafft und sowas. Der hatte einfach Erfahrung auf dem Buckel und Na hat, klar. den kannte ich eigentlich mehr flüchtig und dann hatte ich mein Projekt gepitcht bei dem Network Day und dann hat er gemeint, hey, wenn ihr Bock habt, ich wäre dabei. Ja, weil der hat da bei uns um die Ecke gewohnt und das war ein Glücksgriff, glaube ich. Hat dich entlastet und hat Okay. uns auch, wie gesagt, an Das hat. mindestens einem Tag hat es uns den Hintern gerettet. Ja. Da wären wir, glaube ich, sonst kläglich gescheitert mit der Zeit, einfach mit Tag und Nacht und dann Ja. war es plötzlich schon dunkel und wir mussten noch Tageslichtszenen drehen. Das war auf jeden Fall sehr Ja, ich interessant. glaube, es war auch nie nur so, ich würde es gerne unbedingt machen, weil ich es machen will, sondern es war auch so ein bisschen ein Gedanke. Das kann ich doch noch machen, auch aus Gründen Team klein halten, Ja. unterm Strich spart Geld und Kosten Ja. und natürlich Absolut. oder vielleicht nicht falsches Denken, aber in der Situation falsch gedacht, in der Situation Ja. das nicht zu Ende gedacht vielleicht und Ja. dann natürlich gut, dass man dann Ja. im Team darüber gesprochen hat Ja. und das dann ja, anders gemacht hat, was dann deutlich besser war am Ende des Auf Tages. jeden Fall, ja. Dann hatten wir noch 2 Setrunner, die nicht jeden Tag dabei waren, Ja. immer abwechselnd.
Und wir hatten noch jemanden fürs Catering. Da hat uns deine Mama liebevoll unterstützt und sich drum gekümmert. Sehr wichtige Position, die ich nur jedem ans Herz legen kann, wirklich jemanden zu haben, der sich ums Catering die ganze Zeit kümmert. Ja. Dass irgendwie das Tischlimit Snacks aufgefüllt ist, dass das Mittagessen zur rechten Zeit dann auch warm ist und lauter solche Kaffee. Sachen. Sehr wichtig. Set Runner war an einem Tag spannend, weil es da irgendwie ein paar Aufgaben gab, die sehr sinnlos waren und gemacht werden mussten. Also finde ich einfach, man sollte die Setrunner nicht wie Dreck behandeln. Nee, das sind sehr wertvolle Mitarbeiter, die gerade mal irgendwie auch mal unangenehme Jobs machen, das ist klar. Aber ich finde trotzdem, man sollte sie nicht ausnutzen. Und auch nicht lang in diesem Ding arbeiten, die teilweise auch frisch in diesem Metier sind, um reinzukommen, Fuß zu fassen. Ja. Die haben natürlich auch nicht die filmische Erfahrung, da kann man nicht alles voraussetzen. Ja. Und das war dann auch so, vielleicht kann man das auch noch erwähnen, da hatten wir wirklich einen Tag im Studio, wo wirklich irgendwie so der Eindruck entstanden ist, dass das Setrunner halt wirklich für wirklich... Unterste Ende der Nahrungskette. Genau, also wirklich, wirklich Scheißaufgaben, nur Scheißaufgaben und dann halt auch dementsprechend darum gebeten wurde oder angewiesen wurde, diese Aufgaben zu machen unter einem gewissen Tonfall, der halt dann mir auch nicht, dir natürlich auch nicht, nicht gepasst hat und natürlich ihn nicht glücklich gestimmt hat und das war auch so ein Ding. Und am Ende war es halt umsonst, dass er es gemacht hat, weil dann plötzlich sich entschieden wurde, Andi, brauchen wir doch nicht. Genau, und dann war halt so, wo du vorher gesagt hast, da auch, dass ich so ein bisschen Produktionsleitung gemacht habe, habe ich dann auch ihn zur Seite genommen und gesagt, hey, habe mit ihm gesprochen als Setrunner, dass er einen guten Job macht und aufgemuntert und halt rumgekümmert so ein bisschen, dass es ihm wieder besser geht und wir haben dann auch mit dem Team nochmal gesprochen und haben dann nochmal das Ganze thematisiert, auch so ein bisschen am Rande nochmal, dass das halt so nicht geht und einfach so ein bisschen sich darum gekümmert, dass die Stimmung, dass die Leute wieder zusammenkommen und dass jeder im Team seine Daseinsberechtigung hat, jeder seinen Job hat. Und jeder mit jedem gut umgehen soll, weil jeder möchte selber, dass man mit ihm gut umgeht. Ich glaube, hätten wir das auch wirklich direkt mitbekommen, hätten wir da auch früher eingegriffen. Weil, also mir jetzt im Nachhinein ist eigentlich klar gewesen, dass wir das nie so machen. Es ging darum, also wo der Koffer durch die Wohnung gezogen wird, dass da Dreck gebraucht wird, weil die Räder dreckig sind. Und es war klar, dass wir das nicht brauchen, weil das war gar nicht im Bild. Ja. Solche Sachen. Deswegen, also wir waren da gar nicht am Set und das hat uns auch so ein bisschen überrollt, glaube ich einfach. Aber es war sehr gut, dass du da dann auch die Sachen geklärt hast. Ja. Genau. Gut, gehen wir weiter. Kamera. Mhm. Habe ich ja gesagt, das habe ich gemacht. Sprich DOP in enger Zusammenarbeit dann mit unserem Oberbeleuchter und so weiter. Ich hatte zwei Kameraassistenten an der Seite. Mhm. Und da haben viele gesagt, warum zwei? Wir brauchen doch eigentlich nur einen. Das war auch bei uns, glaube ich, mal kurz eine Diskussion. Was heißt nicht eine Diskussion, einfach Gesprächsthema. Ja. Warum brauchen wir zwei Assistenten? Ich konnte es mir da auch noch nicht so richtig erklären, aber ich war am Set heilfroh, dass wir es hatten. Weil wir hatten den ersten Kamerasi, der gleichzeitig unser Fokuspuller war und dann einfach da auch viel bei technischen Proben und so weiter mit dabei war. Und der zweite Assi, in dem Fall eine Sie, die uns dann einfach viel mit Kamerabühne, nicht Kamerabühne, einfach Rigging und Optik wechseln. Klappe hat es ja auch gemacht, lauter solche Geschichten. Also so ein bisschen Matt-Assi noch dazu. Das war sehr wertvoll, dass wir da zwei Leute hatten, die da mit dabei waren. Nee, also das erlebe ich auch nicht anders. Also egal, auch wenn ich jetzt mal vom Spielfilm spreche, da hast du natürlich mit der Kamera noch mehr Leute, aber... Also ich sehe es immer so, als wenn wir so ein Projekt nochmal machen würden, auch in unserer Größenordnung, einen zweiten Kameraassistenten, der schadet eigentlich. Ja. Den brauchst du einfach. Ja, damit man einfach zeitig durchkommt, damit jeder einen stressfreien Job auch hat, der stressig genug ist. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten noch jemanden für Grip, sprich Kamerakran und Dolly. Sehr wertvolle Stelle, die uns auch sehr viel Zeit gespart hat, weil der einfach schon auf dem Schirm hatte, wann brauchen wir was über den Tag und hat dann schon vorgebaut, auch an die Position, wo wir es dann gebraucht haben. Das war sehr wertvoll. Aber oft auch beraterisch vielleicht, mal auch einen Blick auf die Dinge natürlich hat. Auf jeden Fall. Schon eine Weile macht und da kann man sich dann auch mal fragen, hey, wie siehst du das? Oder wenn da was kommt, hey, überleg mal vielleicht doch. Ne? Ja, ja, so, ja. Genau. Und wir hatten noch unseren Kev, den DIT. unseren DIT, der direkt die Daten gecaptured hat, direkt angelegt hat in Premiere, also wirklich in Ton und Bild synchronisiert und in Takes, in Szenen angelegt und Und maßgeblich mitverantwortlich für diesen Podcast-Namen. Tatsächlich. Das ist tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben. Ich glaube, wir haben es schon mal erzählt. Ne? Für die, die neu dabei sind, Z Funk 5 kommt daher, dass wir
genau von unserem DIT an einem Drehtag, wo die Laune ziemlich im Keller war, ein Z-Radio bekommen haben sozusagen. Er hat einfach über den Funkkanal 5 bei den Funkgeräten hat er einfach Musik laufen lassen, indem er das Walkie-Talkie auf Dauersprechen gestellt hat. Und da konnte sich jeder reinschalten, Radio hören mit Moderation von ihm und Wunschliedern und was nicht. Das war echt cool. Ja, wir hatten, es saß ja gerade im Studio war das dann. Ja, das saß heißt, von dem Büro. Ja. Hat dann da die Daten gecaptured, hat dann eben an die Musikbox das Mikrofon, das Funkgerät gestellt und hat dann zwischendurch Nachrichten noch reingesprochen. Genau, und, richtig. Ja, jetzt, wann es Essen gibt. Und naja, wenn es halt die Leute hast, dann so gemerkt, wenn die am Set standen und hatten dann ihre In-Ears von den Walkie-Talkies drin und dann hatten die halt auf Kanal 5 drauf. Ja, dann, ja. Dann hast du ja gesehen, wie laut die Gestiege ist, und die sind mitgewebt, sobald gute Musik kam. Fireball zum Beispiel. Fireball, ich wollte gerade sagen. Aktuell. Ja, ja. Nee, war auf jeden Fall, also in dem Punkt wichtig für uns. Radio Hollywood. Das war ganz cool, Radio Hollywood, genau. aber natürlich auch vor allem wichtig für die Daten. Ja. Also der hat uns ja echt schon extrem viel vorbereitet, dann mit Ordnerstruktur und teilweise schon angelegt, dass wir schon am Ende des Tages schon Sachen angucken konnten und sowas. Ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, da jemanden zu holen, der das im Griff hat. Genau. Dann hast du Licht erwähnt, mit dem du gearbeitet hast, klar, Oberbeleuchter zu dir fürs Licht bei der Kamera. Dann hatten wir dazu einen Best Boy. Mhm. Und noch zwei Zusatzbeleuchter. Genau, die waren dauerhaft mit am Start und wir hatten bei unserem Nachtdreh noch einen zusätzlichen. Der steht hier bloß nicht drin, weil der wurde einfach mitgebracht und das wussten, haben wir auch erst am Set erfahren, dass der mit dabei ist, den hat unser OB mitgebracht. Aber war cool. Ja, ja. Das hat gut funktioniert, das war auch wichtig. Genau. Ja, dann... Wir hatten ein Making-of-Team. Ja. Aber die stehen ja falsch drin, ne? Die haben nicht so... Ja, also der zweite Name, der hier drin steht, der war gar nicht da, weil er kurzfristig abgesagt hat. Die andere, die war so teilweise da. Wir haben cooles Making-of-Material bekommen. Ich hätte es mir in mancher Hinsicht ein bisschen schöner vorgestellt. Ein bisschen das denkt man immer, andere Situationen. Ich glaube, egal wie gut man es hat, man denkt immer, man kann es noch mehr ausschlachten und noch mehr filmen und dokumentieren. Ja. Aber wir haben schon gutes Material. Auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages, klar, hätte man noch ein paar auf sich vielleicht mehr. Wir wollten ja das Ding komplett abgeben eigentlich. Ne? Wir wollten eigentlich uns um das Projekt kümmern, wollten nachher ein gutes Making-of haben, wollten uns das komplett abgeben. Also haben wir uns jemanden gesucht, dem wir sagen können, da findet das und das alles statt, hat einen Überblick mit Drehplan. Und dann sollte der sich darum kümmern, dass er an den Tagen, wo geiler Shit gemacht wird, auch da ist. Ja. Dann auch selbstständig Interviews und sowas macht, damit wir einfach dann am Ende ein schönes Making-of haben. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie es geplant war. Aber wir haben Footage und wir haben auch ein paar Sachen draus rausschneiden können. Also wir haben es ja schon öfters mal verlinkt, unser Making-of. Genau. Da sind einige Aufnahmen auch von unserer Making-of-Dame mit dabei. Ja. Also wer ein schönes Making-of will, nehmt euch auch Zeit dafür, um das im Vorhinein gut zu planen und mit den Leuten zu besprechen, die es machen. Das hat bei uns einfach nicht stattgefunden, aber wir sind froh, dass wir das Footage haben. Das ist sehr schön. Ein weiteres wichtiges Department, Szenenbild. Ich glaube, eine Sache, die wir als letztes besetzt haben, da war das Studio schon fast fertig gebaut. Wir haben schon entschieden, welche Tapete wir nehmen und welchen Laminat und was nicht alles. Und dann kam unsere Szenenbildnerin, die wir, wie gesagt, recht spät erst akquirieren konnten. War aber super wichtig. Ja. Also die hat uns auch ganz viel Arbeit abgenommen und sehr viel mit dem Regisseur zusammengearbeitet. Ich selbst war bei einem Meeting mit dabei. Ich weiß nicht, warst du da auch mit dabei, wo sie ihre Lookbooks vorgestellt hat und uns gezeigt hat? Gar nicht. Da war ich auf jeden Fall mit dabei und die hat super viel Arbeit gemacht. Also die hat uns irgendwie so 7-8-seitige PDFs geschickt zu jedem Raum, welche Deko da irgendwie hin kann und was das vermittelt und welche Farben und welche Muster da cool wären und sowas. Also war echt auf sehr hohem Niveau das höchste Lob für sie und glaube auch für uns war dann einfach, dass ganz viele, die den Film gesehen haben, gesagt haben, ich wusste, hätte jetzt gar nicht gemerkt, dass es Studio ist. Mhm. Als wir danach erzählt haben, es war Studio, das habe ich nicht gemerkt. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Lob für einen Studentenfilm, wenn man die Studieeinrichtung als natürlich wahrnimmt und nicht eben als gebaut. Ja, definitiv. Ja. Genau. Gab es dazu denn noch eine Assistenz? Genau, die hat sie sich selber mitgeholt. Genau, da hat sie uns eigentlich nur um ein kurzes Okay gefragt, aber die war auch am Set gar nicht mit dabei. Die hat nur in der Vorbereitung geholfen, so ein paar Sachen zu organisieren. Aber das war auch sehr schön. Genau. Dann hatten wir Kostüm- und Maskenabteilung. Mhm. Da hatten wir klar eine Kostümbildnerin, die also wirklich für den Einkauf, für die Koordination, für die Überlegung, was tragen die Schauspieler. Auch die Kommunikation mit den Schauspielern über Klamotten, die schon haben, zur Verfügung. Und ansonsten hat sie halt von unserem Budget zur Verfügung bekommen. Und mit dem konnte sie halt dann
Artikel einkaufen. Genau, ja. Spiele, die man gebraucht hat noch. Und da, ja? Gute Kostümbildnerin ist, wenn sie Budget zurückgibt. Ja. Also das war, hatte ich nicht erwartet, aber die hat echt super die Sachen gemacht und war da echt kreativ und sah cool aus. Also, ja, definitiv. Ja. Die hatte, glaube ich, noch ihre Mom mit als Kostümassistent so ein bisschen dazu beratend dazu genommen. Die habe ich aber auch nie gesehen. Nö, das war einfach so. Das war, glaube ich, einfach zu Hause hat die das mit ihrer Mom irgendwie gemacht. Und die Maske hatten wir auch, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. War bei uns auch dauerhaft am Set. Das war eine, ich würde jetzt nicht sagen ausgebildete Maskenbildnerin, aber eine, die sich schon sehr tief in der Materie auskennt, die da auch ordentliche Arbeit hatte. Genau, die hatte das ganze Material und so weiter. Ich glaube, eigentlich kommt sie aus der Fotografie. Genau, richtig, ja, aber es ist halt so. Macht da dann ein bisschen Laufzeit. Ja, und Mädels haben ja oftmals ein Faible für Make-up und ja, wenn man ihr Facebook-Account oder ihr Instagram-Account anschaut, dann sieht man schon, dass sie ein Faible für Make-up hat und andere Dinge. Genau. Gut, die war eigentlich dann auch, und das fand ich ganz gut, die Kostüm und Maske haben sich auch so ein bisschen um unsere Schauspieler gekümmert, was ja ganz oft so auch unter der Hand der Job von denen dann mit wird, dass die Schauspieler bei Laune halten, so ein bisschen das offene Ohr sind auch für die Schauspieler. Da hat man dann auch ab und zu mal ganz gute Informationen bekommen, wie es den Schauspielern geht und so. Das fand ich ganz cool. Ja. Dann hatten wir den Ton und da hatten wir auch den Andi, der auch schon mal so Podcast im Dezember bei uns war, den wir da schon mal vorgestellt haben. Unser Haus und Hof. Tonmann. Tonmann. Tonmeister. Haus und Hof Tonmeister. Genau. Früher hieß es Kapellmeister, heute heißt Haus und Hof Tonmeister. Genau. Er hatte auch noch ein Set von Assistenz. Ich glaube, an zwei Drehtagen war noch der Manu dabei. Das war quasi unser Filmkomponist dann auch am Ende. Ja. Der Manu, der hat unsere Filmmusik geschrieben. Und das hat er selber angeboten, da vorbeizukommen, weil er einfach so den Groove mitbringen wollte und auch die Stimmung am Set, dass er das einfach mit in die Musik einarbeiten kann und dass er nicht nur das fertige Footage sieht. Mhm. Das fand ich sehr cool, der war 2 Tage da. Und da hat er Andi dann auch noch den Sounddesign gemacht. Genau, ja. Da hat er Andi hat generell unsere ganze Tonpostproduktion gemacht. Der hatte noch zwischendurch Hilfe von unserem Oberbeleuchter, der eigentlich auch Soundingenieur ist. Genau. Das war also Dialogue Editing und was nicht alles, Soundeffekts, hier und da. Hat er alles gemacht, super cool. Dann kommen wir zur Postproduktion. Da haben wir im Prinzip 3 Punkte. Cutter, also Schnitt, Motion Design und Musik. Also wirklich Musik, Komponist, wie du schon gesagt hast. Ja. Manu hat es gemacht. Wobei da noch jemand Zweites dabei kommt für den Abspannsong. Ich glaube, kommt noch. Wenn nicht, kommt nicht mehr. Ja, genau, der Danny, den hatten wir noch mit dabei, der hat unseren Abspannsong komponiert. Das war uns auch so ein wichtiger Punkt, dass wir irgendwie für die Abspann, weil man kennt das, man sitzt im Kino, man guckt einen Film an und klar, im Film ist natürlich Musik komponiert worden, klar, dass das Bild passt. Und am Ende, wenn dann der Abspann kommt, um auch natürlich die Leute so ein bisschen zu fesseln, dass sie noch sitzen bleiben, halt ein Popsong. Ja. Im Prinzip, der halt animiert zum Sitzen bleiben, weil man halt aktuell kennt, weil er aus dem Radio kommt und der halt gut klingt. Ja, ja. Und dann haben wir halt uns Mut rausgesucht mit aktuellen Songs. Die wir hatten Heroes. Genau. Ich weiß gar nicht, von wem war ich der. Auch nicht. Ich habe es mal neulich für eine Vorlesung raussuchen wollen und habe es aber nicht gefunden, weil es so viele Lieder mit Heroes gibt. Ja, es war auf jeden Fall Heroes, die war zu der Zeit ganz neu im Radio, war super cool und das Lied hatten wir uns verliebt in Schnitt. Genau. Und wir haben dann gesagt, wir hätten gern dieses Lied, nur wir können natürlich nicht dieses Lied verwenden, was gerade überall läuft, weil GEMA und sowas und zu teuer, ne? Das Geld haben wir einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, das Lied und wir hätten gerne auf der Grundlage von diesem Lied ein eigenes Lied. Und dann hat er Every Day hat er komponiert für uns. Hat er komponiert für uns. Am Anfang fand ich super schwierig, mich damit zu identifizieren, weil dieses... Ja, die ersten Vorschläge, es gab mehrere Ansätze. Ja, genau, Und die haben uns ja beide nicht so zugesagt und wir haben dann gesagt, hey, können wir dann noch was anderes haben, eine Alternative? Und ja, also irgendwie passt doch, ich finde es gut. Also ich finde es jetzt mega. In dem Moment war ich, glaube ich, einfach so kopfmäßig bei diesem Layout-Song, dass ich davon nicht weggekommen bin, was super doof war. Den darf man eine Zeit lang nicht mehr hören. Ja, ja, absolut. Aber jetzt bin ich super happy mit diesem Lied und ich finde, es passt echt gut da rein. Ja, also hätten nichts anderes haben können dort. Definitiv, also wirklich, wirklich Top-Song. Definitiv, ja. Können wir auch verlinken. Gibt es natürlich auch auf Spotify. Tatsächlich, ja. Können wir verlinken, ja. Ja. Genau, dann Schnitt. Und ich habe jetzt gerade ehrlich überlegt, wer von uns beiden saß da und hat geschnitten? Naja, das war so eine Mischung aus uns und der Kevin, oder? War der Kev nicht auch mit? Der Kev hat teilweise Szenen angelegt. Schon am Set. Ja. Und dann haben wir... Ich glaube, ich habe angefangen zu cutten.
Dann war ich aber öfters nicht da und dann habe ich weitermachen müssen. Dann hast du mit dem Yunus, glaube ich, noch gecuttet. Ja, aber der Yunus war nicht so oft da. Ich glaube, der war nur einmal da, wo er so viele Sachen ändern wollte. Dann müssen wir den Abstand gucken, wer drin steht offiziell. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt. Nee, aber ja, also... Waren auf jeden Fall wir beide. Wer genau, ich weiß es echt nicht. Ich weiß nur, dass ich, als ich dann die Timeline aufgeräumt habe fürs Grading und sowas, hat es mir bei dem XML-Transfer zu DaVinci hat es mir einen Schnitt verhagelt. Und das wusste ich, also das war die Balkonszene, die hat es mir verhagelt, die war dann total unsynchron zum Ton. Und die habe ich dann in DaVinci, wo Schnitt in DaVinci noch gar nicht spruchreif war, habe ich dann in der Timeline irgendwie den Schnitt wieder zusammengebastelt, das weiß ich noch. Das hat mich irgendwie einen Tag lang beschäftigt, weil wir dann parallel in der Audio-Post saßen und kompliziert. Motion Design, das weiß ich, das hast du ganz viel gemacht. Mhm. Ja. Abspann und Intro. Soweit es ging, am Intro war ein bisschen schwierig. Da, ja, das da Tracking ich, und so. Da habe ich dann doch jemanden gebraucht, der mir dann unter die Arme, das war dann auch der Kevin. Ja, Der dann da nochmal mir unter die Arme gegriffen hat. Ja. Und dann nochmal ein paar Sachen gemacht hat für mich. Mhm. Hier steht gar nicht drin, Color Grading hat der Kevin gemacht, der Kev. Das der Kev gemacht? Wir haben, glaube ich, angefangen und der Kev hat es weitergemacht. Genau, weil wir keine Zeit mehr hatten. Genau, richtig. Und dann hat der Kev gesagt, weil er es öfter schon gemacht hat und sich gut auskennt, das halt fix. Dann haben wir uns, glaube ich, abgewechselt, mal war du oder ich da und haben ihm gesagt, wie es sein soll und haben ihm über die Schulter geschaut. Crazy, ich weiß so viele Sachen gar nicht mehr aus der Post. Genau. Nun ja. Ja, und dann kommen wir, ein Storyboard hatten wir noch. Genau, da hatten wir angefangen mit einem Storyboarder, der hat dann aber aus Zeitgründen leider nach der ersten Szene aufhören müssen. Und haben wir dann glücklicherweise noch die Caro gefunden. Mhm. Die hat uns ein sehr schönes Storyboard gearbeitet, wo wir ausgearbeitet, mit der habe ich einmal geredet, habe ihr Auflösung gegeben, Shotlist. Und dann hat das echt super funktioniert, da war ich echt happy und das hat uns sehr viel Zeit gespart. Das war die Caro und dann hatten wir halt noch unseren Cast. Genau, da hatten wir vier überschaubare Schauspieler, die aber auch vollkommen ausgereicht haben für die Story. Ja. Wir hatten den Chris, die Chris-Rolle, also Chris-Rolle vom Dominik Führinger. Der war aus Stuttgart, ne? Genau, richtig, war aus Stuttgart. Genau, den haben wir da gefunden, gecastet. War der auch da bei diesem, wo wir den Casting-Termin hatten, oder war das? Ja, da war er da. Ich glaube auch da, ne? Ja, genau. Genau, dann hatten wir die Julia. Die kam aus Wiesbaden. Die Anna-Katharina Keul. Genau. Wiesbaden-Gießen, irgendwo da oben. Gießen. Ja, genau. Genau, und dann haben wir den Jakob auch aus Stuttgart. Jürgen und Lingmann, Schauspielcoach. Genau, Schauspielcoach, genau. Mit dem hatte ich tatsächlich auch schon mal gedreht. Ah, das war ganz witzig. Und unsere weit angereiste Schauspielerin war die Anke Moosmeier aus Cuxhaven, ganz oben im Norden. Genau, die Martha. Die hat uns die Martha gespielt, also die Mutter von der Julia. Genau. Also ihr seht, auch unsere Schauspieler haben wir natürlich teilweise noch weit hergeholt. Ja, auf jeden Fall. Und die haben es auch gern gemacht für den Film und am Ende des Tages war es auch ein gutes Projekt und ein guter Film. Generell, wo haben wir unsere Crew herbekommen? Das meiste war Connections, kannten wir schon, bei denen haben wir mal mitgearbeitet und sowas. Ja. Unsere Aufnahmeleiterin, die uns da den letzten Tag gemacht hat, weil unser AL nicht, ZAL nicht konnte, die hatten wir auch über ein Connection vermittelt bekommen. Das war eigentlich alles über Connections. Das war, ist echt krass. Aber es war alles über Kontakte, die wir bereits hatten oder die uns von Leuten, die wir kannten, vermittelt wurden. Und das ist gerade bei Studentenfilmen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir euch da mitgeben möchten, auch bei kleineren Produktionen, wenn ihr da irgendwie anfangen wollt. Schaut, ob ihr Leute kennenlernt. Es gibt Facebook-Gruppen, wo man Leute kennenlernen kann. Es gibt Foren. Hier in Stuttgart gibt es den Stuttgarter Filmstammtisch, wo man viele Leute kennenlernen kann. Auch Leute, die nicht jetzt irgendwie dauernd Fernsehen machen sondern, oder Kinofilm, sondern die auch echt noch in jungem Stadium sind. Und ansonsten einfach selber mal auf Drehs mitgehen und Leute kennenlernen. Ja, ganz genau. Alright. Gut, dann hätten wir den Teil... Set von zufällig falsch für diese Woche abgeschlossen. Ja, wird auch höchste Zeit, wenn ich mir anschaue, wie es zeitlich ausschaut. Wir sind schon bei fast 50 Minuten und wir haben erst ein von drei Themen durch. Ey, das ging jetzt ganz schnell. Tatsächlich, sind wir schon bei 50 Minuten. Ja, wir sind schon bei 50 Minuten. Ja, gut, dann machen wir mal schnell weiter und zwar mit Punkt 4, wo wir euch wiederum ein Gewerk auf den Weg geben möchten, an die Hand geben möchten, das es beim Film so gibt. Genau. Passenderweise das, was ich aktuell gerade tue beim Spielfilm. Und es geht heute um den
Motivaufnahmeleiter, so heißt er, so wird er genannt und so. Genau das tut er auch. Im Genau. Prinzip, er ist quasi eine Erweiterung der normalen Aufnahmeleitung und kümmert sich im Prinzip alles, was die Motive betrifft, sprich Straßensperrungen in den Plänen einzeichnen, diese beantragen, als Beispiel. Mit den Motivgebern telefonieren, Gage aushandeln mit denen. Dann, also ich habe es mir auch mal notiert, Kontakt mit den Motivgebern, aushandeln der Motivgage, klar, aufsetzen der Motivverträge, wenn es die noch nicht gibt, beziehungsweise dann die anpassen auf die Gegebenheiten. Ne? Mal muss dann noch Wasser abgerechnet werden, Abwasser, Frischwasser berechnet werden, dann muss der Strom im Stromzähler mit eingerechnet werden, was kostet die Kilowattstunde, dann am Ende des Tages, was wird reingeschrieben, genau, dann natürlich dann am Tradern auch klar die Zähler statt am Anfang und am Ende. Mit dem Besitzer ablesen. Planung der Set-Logistik. Ne? Also brauchen wir Dixie-Toiletten, mobile Toiletten unterwegs, ne? Weil wir keine anderen Toiletten haben oder weil wir irgendwo im Wald drehen zum Beispiel. Wo haben wir Parkplätze? Was für Fahrzeuge haben wir? Also auch das Fuhrparkmanagement, so eine Liste, wo alle Fahrzeuge drinstehen und auch zu wissen, mit der Aufnahmeleitung zusammen, an welchem Drehtag brauchen wir welche Fahrzeuge und vielleicht müssen wir auf welche Fahrzeuge auch verzichten an dem Tag, wo wir den Platz nicht haben oder die Kapazitäten. Da habe ich immer den Maskenbus von der Soko im Kopf, wenn es um Set-Logistik geht. Die bringen einfach an jedes Set, wo die hinfahren, einen kompletten alten Omnibus mit für Maske und Kostüm. Der muss jedes Mal eingeplant werden mit dem Parkplatz. Ich finde das so krass, weil die laufen manchmal echt weit zu ihren Sets, dass halt dieser Bus irgendwo stehen kann. Also nicht ganz so einfach. Genau, ja, und genau, wir haben auch so ein etwas größeres Mobil. Diesmal beim Spielfilm dabei. Der muss halt auch immer irgendwo eingeplant Ein werden. größeres Mobil. Was Ja, hat größer das? als bei unserem Dreh. Also, Also, okay, Aufenthaltswagen ja, und Maske, Maske Kostüm und sowas, ja. für mobile Drehorte, wo es halt schlecht ist, wo man es nicht mal anders einrichten kann. Und wir hatten ja auch bei unserem Dreh ein Masken- und Ja, es Kostümmobil. war eigentlich ein Aufenthaltswagen für zwei Schauspieler, die wir Genau. dann kurzerhand zu Maske und Genau. Kostüm mit Heizung und allem war für Außendreh echt Genau, gut. die gibt es halt auch im Wohnmobil, Trailergröße und sowas haben wir da auch. Ja. Genau, klar, Einholen von Drehgenehmigungen, Genehmigungen etc. Wo kommt das Catering hin? Dann auch eine wichtige Frage, die den Job von vornherein, wenn man das geklärt hat, etwas entspannter macht oder halt etwas unentspannter macht, das ist die Frage, wenn es beim Catering, wenn wir einen Caterer haben und da kommen wir zum Catererwagen, hat der einen eigenen Wassertank für Frischwasser und einen eigenen Tank für Abwasser? Oder ist das vertraglich so geregelt, dass die Produktion sich darum kümmern muss, dass wenn der Caterer kommt, der morgens von mir Strom, Frischwasser und Abwasser kriegt. Weil du musst an jedem Set dann das vorbereiten und Ja, koordinieren. klar. Du musst an jedem blöden Set, egal wo es ist, ein Frischwasser herkriegen. Dann natürlich immer irgendwo anders ist mal eine GK-Kupplung, ja, oder haben wir eine Gardena-Kupplung, also verschiedene Kupplungsarten für Wasseranschlüsse oder müssen wir, also ein Set an Adaptern habe ich mir dann zugelegt, aber nach dem zweiten Drehtag, weil ich gemerkt habe, Gott, in jedem Motiv Schwierig, ja. Wasser herkriegen und das ist halt wirklich eine Hundsaufgabe, dann wirklich mit jedem Motivgeber dann zu gucken, wo liegt Wasser, dann die Schläuche legen und so weiter. Das ist wirklich Gold wert, wenn der Caterer sich komplett, wenn der Wasser mitbringt, ne? Auch Abwasser, wenn man irgendwo draußen, wir haben auch draußen im Grünen gedreht, organisiert da mal irgendwo im Wald Frischwasser Und und eine Abwasser. Möglichkeit für Abwasser, weil du kannst, viele sagen dann, hey, dann lass halt den Schlauch vom Cateringwagen in den Wald reinhängen, dann läuft halt, ist ja eh bloß Wasser und vom, also, ne, ist ja Ja, kein und Müll. Spüli halt. Genau, so, dann Super komme ich näher und sage, ja, da ist auch noch umweltfreundlicher. Spülmittel mit drin und das ist jetzt nicht unbedingt das umweltfreundlichste Mittel, das es Es gibt, sei ne? denn, du kaufst dir extra umweltfreundliches Wasser. Ja, aber auch dann ist es natürlich Ja, schwierig, dass man das dann klar. nicht, eigentlich nie macht. Und dann habe ich auch Natürlich. gesagt, nee, mache ich auch nicht, weil nachher kommt das Ordnungs- oder Umweltamt und dann können wir mal für die Umweltverschmutzung hier mal Ja, schön die Versicherung anhauen, ja, ja, ne, wenn die dann ja. überhaupt zahlt. Klar. Das ist natürlich die andere Sache. Ja. Genau, also dann ganz kurzer Teaser, bei dem aktuellen Spielfilm haben wir einen Caterer, der Wasser hat und Abwassertank. Also Sehr gut. schon Sehr mal gut. entspannter. Ein Ding schon mal gelöst. Genau. Genau, und dann halten wir noch Sachen wie, klar, Abnahme des Motivs, quasi vor dem Dreh nochmal hingehen, alles vorbereiten, klar, Zählerstände nochmal ablesen und so weiter. Und am Ende die Abwicklung. Ja. Ne? Also am Ende dann wieder, wenn, also auch schon während der Dreh läuft, die anderen sind schon wieder am neuen Set, die drehen ja schon wieder. Und dann ist meine Aufgabe, ins alte Set zu fahren, wenn das Szenenbild durch ist und wieder alles zurückgeräumt hat, ihre Rückbautage fertig hat.
dann nochmal alles durchgehen, Übergabeprotokoll machen. So haben wir es vorgefunden auf dem Protokoll, so haben wir es jetzt hinterlassen. Ja. Keine Schäden oder wenn Schäden sind, welche Schäden. Und dann wird das Motiv übergeben am Ende des Tages und ja, dann geht es weiter zum nächsten Motiv, was ja, dann wieder klar. abgewickelt wird. Genau, dann auch Begleitung des Motivwechsels. Also sprich, wenn wir einen Motivwechsel haben, Pläne machen, welches Fahrzeug, wie, weil man muss auch gucken, wenn man LKWs hat, die kommen nicht überall durch, ne? Zu gucken und Pläne machen, welches Fahrzeug fährt wann, zusammen mit der Aufnahmeleitung, vom neuen zum vom alten zum neuen Motiv. Auch welche Route die ganzen nehmen und dann auch tatsächlich, wenn es wirklich komplizierter wird, dann auch wirklich vor Ort schon mal beim neuen Motiv sein, bevor die kommen und dann den Weg kurz vor Motiv dann wirklich mit Hütchen auch schon mal so signalisieren, wo es Ja, langgeht. An jeder Kreuzung ein Hütchen stellen, damit die einfach nur noch fahren müssen und nicht auf einem Plan und mit Navi und so, sondern die fahren einfach dann auf der Bundesstraße, biegen da ab, wo sie müssen und ab dann geht es mit Hütchen an jeder Kreuzung, wo sie abbiegen müssen und hin müssen. Ja. Ja, ist cool. Genau, und dann, genau, Anfahrtspläne, wie schon erwähnt, ja, ne? Anfahrtspläne machen. Genau, also im Prinzip alles, was die Logistik, was die Organisation Ein Punkt, betrifft. Was jetzt du mir immer erzählst, aber hier nicht draufsteht, ist Sicherheitsdatenblatt von den Locations. Ja. Liegt das auch bei dir oder liegt das beim Aufnahmeleiter? Das ist so ein Mischding, was man sich so zuschiebt eigentlich. Also Sicherheitsdatenblatt, ganz kurz für die Zuhörer, ist im Prinzip ein DIN A4-Seite, wo drauf steht, wer ist Ersthelfer vor Ort. Ne, klar, man kann es auf die Dispo schreiben, aber so ein Sicherheitsdatenblatt ist eigentlich auch von der Berufsgenossenschaft, genau, von der Berufsgenossenschaft auch gefordert, so gefordert, dass da drauf steht, wer hat eine Erste-Hilfe-Ausbildung, klar nochmal die Notrufnummern und dann Sachen, was findet statt. Finden Sachen im Wasser statt? Finden Dreharbeiten mit irgendwie Feuerwerkskörpern statt? Finden Dreharbeiten mit Waffen statt? In Höhe, also etwas irgendwo auf einem Podest? Oder haben wir einen Steiger fürs Licht? So Sachen, alle die Sachen, die gefährlich sein könnten, werden da drauf geschrieben und dann eine Maßnahme gemacht. Ne? Also wir arbeiten mit Steiger. Was ist davon jetzt die Maßnahme? Die Maßnahme von diesem Steiger ist, dass dieser Steiger noch von Fachpersonal betrieben werden darf, der die Ausbildung hat, der das machen darf. Brauchst du einen Steigerschein? Weiß nicht, ob es sowas gibt, aber er muss auf jeden Fall unterwiesen worden sein. Ja. Genau. Ja, kommt auch immer drauf an. Da natürlich dann auch eigene Schutzausrüstung. Ne, ist gefordert, dass der Oberbeleuchter oder der Beleuchter dann auch eine eigene Schutzausrüstung mitbringt. Mhm. Und das nennt man natürlich auch für Versagen, dass er dran denkt. Ne, auch für Dispo vielleicht schreiben. Und natürlich das komplette Personal einweisen und unterweisen, dass dann Steiger ist. Ne? Und dass man da eben vorsichtig arbeiten muss. Andere Sache wäre zum Beispiel, wenn wir mit Feuerwerkskörpern arbeiten, wir arbeiten mit Pyrotechnik. Die Maßnahme davon wäre, wir haben Fachpersonal da, also ein SFX-Meister, ein Sprengmeister, Waffenmeister, den Waffenschein hat, das ist die erste Maßnahme. Ja. Dann wird über als Maßnahme kann sein, dass über den Funk jedes Mal, wenn jetzt losgeht, nochmal explizit darauf hingewiesen wird, dass wir mit Waffen arbeiten jetzt in dem Moment. Ja, davon kann eine Maßnahme sein, dass der Bereich außerhalb des Drehs hier regelmäßig abgesperrt wird, dass wirklich keiner in diesen gefährlichen Bereich geht. Ne? So Sachen. Also ne, wir haben eine Aktion und davon, was ist davon die Reaktion, was tun wir als Maßnahme machen? Ja, Prävention auch. Genau. Aber das Sicherheitsdatenblatt im Prinzip ist so eine Mischung aus Aufnahmeleitung und Motivaufnahmeleitung, weil ich halt vor Ort weiß, haben wir eine gefährliche Location, ja, dann sage ich das dem Aufnahmeleiter, dann macht er das Sicherheitsdatenblatt und ich erstelle es einfach, weil ich weiß, was wir vor Ort haben. Ja. Also stimmt schon. Genau. Der letzte Punkt verbindet diesen Punkt mit unserem nächsten Thema. Ja. Verdienstgagen, Motivaufnahmeleiter. Genau. Wie schaut es da aus? Wenn man mal so überlegt, weil klar, jetzt kommt die Frage vielleicht, Motivaufnahmeleiter haben vielleicht manche noch gar nicht gehört, wussten gar nicht, dass es gibt. Ja. Jetzt wisst ihr, dass es es gibt, dass es ein vollwertiger Beruf ist, der auch gebraucht wird häufig. Was verdient ein Motiveil? Und da habe ich jetzt einfach ganz plump die Gage aus dem Verdi 4 Millionen Tarifvertrag genommen, der aktuell gilt. Und da sind wir bei etwa 200 Euro am Tag Vergütung. Irgendwo bei, ich glaube, ja, also es sind bei fünf Arbeitstagen sind es dann etwa 200 Euro Tagesgage.
Genau. Klar, natürlich das Tarifgage. Ja. Das kommt immer auf die Projektart drauf an und auch die Länge natürlich. Ne? Ja. Also wenn das Projekt länger geht oder wenn man auch deutlich erfahrener schon ist, ne, in diesem Beruf, dann kann man natürlich auch ein höheres Gehalt aufweisen. Ja? Ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt frisch anfängt und sich mal da anmeldet oder mal bewirbt oder sagt, hey, das wäre was Interessantes für mich vielleicht, dann klar kann man dann immer mal so an die Tarifgage mit etwa 200 Euro ja. Tagesgage rechnen. Ja. Genau. Ich habe jetzt deswegen gerade die Zettel genommen, wie bei der Gage, weil wir hatten ja letztes Mal drum, was sind so Gagen, da ist ja 200 Euro jetzt noch geringer als das geringste, was wir da berechnet hatten mit 280. Erklärung dafür, du bist ja als Motivaufnahmeleitung in der Regel in längeren Projekten drin, genau. Das heißt, es sammelt sich, wenn du mal, wie viele Wochen bist du jetzt mit dabei? 8 Wochen. 8 Wochen am Stück bist du jetzt mit dabei. Das sammelt sich natürlich, da kannst du dann natürlich auch vielleicht mal 3-4 Wochen Lehrpause überbrücken. Und was man ja auch sagen muss, du machst jetzt ja einen Motivservice, also genau. Du bietest ja mehr an, gehst auf Rechnung und so weiter, ja. Weil du als Unternehmen eine Leistung anbietest. Genau. Mhm. Jetzt gibt es ja aber auch Leute, die wirklich nur als Personal kommen, als Motivaufnahmeleiter, und das geht ja nicht als auf Rechnung normalerweise. Genau. Ja, da müsste dann ja irgendwie angestellt und dann werden ja auch deine Sozialversicherungen gezahlt. Genau. Ja, also das gleicht sich hier ein Stück weit aus, da also nicht erschrocken sein, warum das hier jetzt zu niedrig ist. Ja. Aber ja. Ihr könnt es ja hochrechnen auf die 8 Wochen die 200 Euro Gage ja. Und dann wisst ihr, was man in der Zeit theoretisch in 2 Monaten als genau. Selbstständiger dann verdienen kann. Als Tarif. Genau, genau. Genau. Im Augenblick nur Tarif. Mhm. Und dann haben wir ja die Rechnung gemacht, was man dann so für Ausgaben hat. Dann können genau. wir mal gucken, ob man da wieder ja. kommt. Ja. Gibt es eine Möglichkeit als Motivaufnahmeleiter? Ich meine, man hat ja in der Regel auch irgendwelche Zusatzkosten. Man wird ja viel mit dem Auto unterwegs sein. Man kriegt in der Regel kein Produktionsfahrzeug zur Verfügung, außer bei den ganz großen Filmen. Man hat vermutlich viel Handykosten, weil man unterwegs immer erreichbar sein muss und sowas. Gibt es da quasi so eine Art Spesen? Ja, also... Also ich glaube, wenn man wirklich als Motivaufnahmeleiter dabei ist, also wirklich angestellt wird für das ja. Projekt, dann ist, dass man ein Produktionsfahrzeug kriegt, kann schon passieren, kann schon vorkommen, dass man wirklich einen Mietwagen kriegt für die Zeit, weil man wirklich viel auch unterwegs ist. Ja. Und es ärgerlich ist, wenn man nur ein Produkt mit das normale Produktionsfahrzeug nutzen darf und dann ist es halt immer weg, weil jemand anderes damit klar. fährt oder ich damit ständig weg bin und ja. die anderen damit nicht fahren können. Deswegen, wenn man, glaube ich, im Angestelltenverhältnis wirklich nur Motivaufnahmeleitung macht, dann kriegt man schon auch in der Regel ein Produktionsfahrzeug. Ja. Klar, Handykosten macht man ja einfach eine Pauschale aus. Im Monat kriege ich XY zu meinem Handyvertrag bezahlt. Ne? Klar, man hat eine Flat, aber trotzdem, man nutzt das Handy dann für den Fall dort und dann möchte man dann auch ein bisschen was zurückhaben. Das ist nur fair und das ist auch ja, völlig absolut, legitim. Absolut, ja. Also das würde auch jeder Produktionsleiter sagen oder auch vielleicht auch anbieten, hey, so sieht's aus. Ne? Das ja. kann ich dir bieten. Und klar, was haben wir noch? Handy und... ja, war nur Handyfahrzeug. Ja, genau. Also genau. Die zwei Sachen, die es dann gibt. Klar, ja, mhm. und klar, gut, als... ja. Überstunden, eigentlich wie bei allen, wenn man angestellt ist, im Angestelltenverhältnis, dann gibt es natürlich geregelte Überstunden, die man machen ja. kann, maximal. Was natürlich die Produktion auch weiß, was dann auch, wurde dann irgendwann Deckel gemacht, so jetzt machen wir Schluss. Und dann kriegt man eigentlich in den meisten Fällen, das sollte man noch, also sollte man auch darauf bestehen eigentlich, dass man diese Überstunden gezahlt kriegt. Ja, also dafür gibt es ja auch einen Tarif zum Beispiel, genau. Was jetzt unser nächster Punkt ist. Genau. Weil, vielleicht noch eine kurze ja. Sache. Genau, weil du hast schon erwähnt, dass man natürlich als Motivaufnahmeleiter ganz normal dazu sein kann oder auch als, ich mache einen Location Service, das heißt, ich bin Dienstleister für die Firma. Ich komme nicht nur einfach, mache meine Arbeitszeiten, komme dazu und mache, was dann quasi mir mein Vorgesetzter sagt oder ja. mein Produktionsleiter, sondern ich bringe im Prinzip eigenes Equipment mit, ne? Ich arbeite, wenn ich das Produktionsbüro verlasse, dann bin ich zu Hause, dann kann es sein, tue ich trotzdem noch weiterarbeiten am Projekt. Ja. Ich tue unterwegs, tue ich noch telefonieren, wenn ich auf ja. dem Heimweg bin. Ja. Ich bringe mein eigenes Fahrzeug mit, ja. Mit dem ich von A nach B fahre, mit dem ich also es ist, meine ist einfach mehr wie eine vorbereitete Liste abarbeiten. So, es genau. ist quasi, du erstellst erstmal die Liste, bevor man sie abarbeiten genau, kann. Genau, das heißt, ich bin wirklich selbstständig tätig in dem Sinn, dass ich wirklich für mein eigenes Equipment zuständig bin, dass ich mein eigenes Equipment habe, ja. dass ich das dabei habe und dass ich mit dem eben dann, ich habe im Prinzip ein Ziel und das Ziel ist am Ende, dass jeder Drehtag erfolgreich abgeschlossen werden kann, weil die Motive da waren und am Ende dann auch die Motive abgeschlossen sind ja. und ich habe nicht eine Liste mit Sachen und das ja. hat man
noch erledigen, das noch erledigen, sondern wirklich selbstständig dran denken, an das Ziel und das dann selbstständig koordinieren, sich selber. Und da wird ja dann quasi auch über den Preis der Dienstleistung und nicht über den Preis der Gage so jetzt verhältnismäßig verhandelt sozusagen, sonst geht ja dann wirklich um das Gesamtpaket, was dann da verhandelt wird. Klar gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Ein Nachteil war zum Beispiel, dass es generell für mich eigentlich keine fixen, also die Arbeitszeiten, die Produktion nicht von meinen Arbeitszeiten oder ich meine Arbeitszeit nicht von der Produktion abhängig machen muss. Ja, sprich, wenn für das Team 12 Stunden Deckel ist, nach 12 Stunden muss Schluss sein, weil man am nächsten Tag weitermacht, kann halt sein, dass ich 13, 14 Stunden arbeite und das auch für die Produktion kein Problem ist, weil ich halt, ich bin selbstständig, ich bin Dienstleister und ich bin halt nicht an die Produktionszeiten gebunden. Das da muss man auch aushandeln, macht man dann mehr, also wie macht man es dann mit Überstunden, weil generell müssen sie die Überstunden nicht zahlen, weil man hat eine Dienstleistergage einfach pro Tag einfach, ne? Und nicht pro Stunde, wie jetzt, wenn man jetzt als Motivheil dabei wäre. So, und wenn man da halt 12 Stunden macht, kriegt man 2 Stunden mehr bezahlt, sondern ich habe eine Tagesgage wirklich fix und muss halt dann verhandeln, dass ich dann wirklich mehr Arbeitszeit noch vergütet kriege. Aber Tarif, wir haben es schon angesprochen, mit der Tarifgage von 200 Euro für den Motiv-AL. Wir hatten schon einige Vorteile von angestellt sein. Diese Angestellte, es gibt von der Verdi Filmunion, gibt es auch quasi eine Abteilung, die sich um die Filmschaffenden kümmert. Da gibt es auch schon Tarifeinigungen eben, wo gewisse Betriebe dran gebunden sind, die als Empfehlung an die Produktion weitergegeben werden und die auch im Prinzip von den Filmschaffenden als sehr hoch eingeschätzt werden und viele sagen auch, hey, es gibt einen Tarif, darunter mache ich schon mal gar nichts. Und das ist auch vollkommen richtig so, weil eben da Standards festgelegt werden, was Arbeitszeit angeht, Überstunden, Versicherungen, was weiß ich was, was da alles, auch Berufe werden da definiert und eben auch Gagen. Genau. Ich habe die tatsächlich in meinem Schreibtisch immer griffbereit liegen, einfach aus dem Grund, weil ich kann da Gagenwerte nehmen, um Projekte zu kalkulieren. Ja, weil ich auch als Dienstleister oder als Producer dann das Bedürfnis habe, die Leute ordentlich zu bezahlen, weil am Ende bezahlt der Kunde sie und nicht ich. Ja? Und warum, wenn der Kunde das Geld hat? Wie auch immer. Das hat sich jetzt eben verändert. Vor kurzem wurde da ein neuer Tarif abgeschlossen. Und ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, für viele mit einem entscheidenden Faktor ist oder was viele bemängeln in der Filmbranche, ist die Arbeitszeit. Und die wurde jetzt eben auf 12 Stunden gedeckelt. Früher hieß es ja immer, hey, 10 Stunden Regelarbeitszeit, die 11. Stunde kannst du so machen und die 12. und 13. solltest du nachfragen, aber die kannst du auch noch machen. Ja. Und jetzt ist es eben auf 12 Stunden gedeckelt, danach ist wirklich Schluss, da geht nichts mehr. Und zusätzlich kommen ja noch diese 11 Stunden Ruhezeit, die du haben musst, von Drehschluss bis Drehbeginn. Das sind lange Drehtage, keine Frage. Aber hier jetzt wirklich eine Deckelung auf 12 Stunden zu haben, mit einer Regelarbeitszeit von 10 Stunden, finde ich, ist hier auch ein Schritt in die richtige Richtung, dass das einfach ein bisschen freundlicher wird, auch den Filmschaffenden gegenüber. Ich muss dazu sagen, wir waren schon bei 12 vor ein paar Jahren und dann in den Verhandlungen, wo die Verdi Zugeständnisse in einigen Sachen gekriegt hat, mussten sie da ein Eingeständnis machen und haben dann da die 13 gemacht und jetzt sind sie wieder auf die 12 zurück. Ja, also es war schon bei 12. Finde ich absolut gut. Genau, dann kann man sagen, es gibt mehr Geld. Ja. Es gibt mal wieder mehr Geld. Und zwar werden die Gagen, steigen alle Gagen in der Gagentabelle, die aufgeführt sind, steigen bis 2020 im Schnitt um 7,5%. Aber mindestens um 30 Euro. Ja. Ne? Hört sich jetzt auf den ersten Blick für mich gar nicht mal so viel an, 30 Euro. Aber wenn man es rechnet, geht ja immer auf den Tag. Genau. Ja, also es sind ja die Tagesgagen und wenn man am Tag mal kurz dann 30 Euro mehr bekommt, das merkt man schon. Ja, gerade bei längeren Projekten, 8 Wochen, 30 Euro kann man sich ja mal ausrechnen, was das dann für einen Unterschied macht. Los geht's ab September und da, also wie gesagt, schrittweise und ab September geht's los mit der neuen Gagentabelle und dann steigen die Tarife schon direkt um 2% an. Ja, genau. Also im Prinzip ähnlich wie wenn die IG Metall irgendwie mit Daimler verhandelt oder mit sonst irgendwas, eben auch hier in der mit Verdi und der Filmunion eben auch ein Vertreter als Gewerkschaft, wo man auch Mitglied werden kann. Genau. Genau. Dann, was auch immer ganz spannend ist, gerade für kleinere Berufe, die Verdi Gagentabelle umfasst natürlich gewisse Berufe, die
am Anfang sehr klein war, die Liste, jetzt aber immer weiter wird und jetzt sind eben 10 neue Berufe mit auf die Liste gekommen. Dazu gehört zum Beispiel der zweite Regieassi, der ZAL-Assi, Oberbeleuchter, ein Lichttechniker, eine Lichtassistenz, in Klammern mit Produktionserfahrung, eine erste Kamerabühne, Kamerabühnenassistenz, Requisitenassistenz, zweiter Tonassistenz und Sounddesign. Viele Assistenten, ja, für mich die Erklärung, Assistenten sind oftmals die Jobs gewesen, die viel tun mussten, aber sehr schlecht bezahlt wurden, weil sie sind ja nur Assistenten, um hier eben auch einen Schutzmechanismus einzubauen und diese Stellen eben auch wertzuschätzen. Jetzt auch mehr Assistenzstellen mit dazugekommen, sind schon ein paar drauf und auch im Lichtdepartment war immer bisher sehr spärlich bis gar es nicht vertreten. Darauf wollte ich gerade noch Bezug nehmen. Ja. Endlich gibt es ein Lichtdepartment auf dieser Liste. Ja. Es gab bisher faktisch nichts, was mit Licht zu tun hatte. Es gab da auch eine eigene Berufsgruppe so ein bisschen, also keine komplett vollwertige. Es war einfach mehr so ein Verband für Lichttechniker und Bühnentechniker, hauptsächlich von der Bühne, vom Theater her. Jetzt hat sich da die Verdi das dem angenommen und hat eben auch alles, was mit Licht zu tun hat, angefangen beim Oberbeleuchter mit draufgenommen, was ich sehr gut finde, weil für mich war auch immer das Ding, wenn ich Projekte kalkuliert habe, ich habe mich an die Gagentabelle immer gehalten, aber wenn es halt um das Thema Licht ging, war die Frage, wie kalkuliere ich den Lichtmenschen, weil ich halt keinen Richtwert hatte und auch dann irgendwann die Erfahrung da noch gefehlt hat. Dann hat man geguckt, dann habe ich so gesagt, hey, es gibt einen anderen Berufsverband nochmal, hat dann nachgeguckt, was so ein Bühnentheater-Lichtmensch verdient, hat dann geguckt, was für da die Anforderungen, passt es, muss man da noch was draufrechnen, ein bisschen was beim Film anders zugeht. Ja. Und dann hat man sich da irgendwie dran orientiert. Und jetzt gibt es einen offiziellen Richtwert, wie ein Oberbeleuchter und alle anderen, die mitglich zu bezahlen sind. Ja. Nee, finde ich auch, also bin ich voll auf deiner Seite. Was man natürlich bedenken muss jetzt hier bei diesen Tarifverträgen ist, das gilt in der Regel immer für die Angestellten. Ja, also wir sagen ja, wir nehmen das als Orientierung zum Kalkulieren. Man sagt ja in der Regel, dass die Selbstständigen mehr verdienen sollten wie die Angestellten, weil da die Sozialbeiträge und sowas und die Versicherungen noch selbst gezahlt werden. Und genauso handhabe ich das auch. Also ich schaue mir immer an, was ist hey in der Tariftabelle geschrieben. Und dann rechne ich da einen gewissen Prozentsatz drauf. In der Regel sind es irgendwie so 30%, 40%, je nachdem. Auch je nach Kunde ein bisschen abhängig. Und das ist dann meine kalkulierte Gage für diese Position. Ja. Ja, diese Verdi-Tabelle, die gibt eben Orientierung für Angestellte. Aber als Selbstständiger sollte man hier definitiv noch was draufrechnen, weil man eben noch mehr Kosten hat. Und das darf man nicht vergessen. Deswegen kommen auch hier vielleicht ab und zu mal höhere Gagen als Selbstständiger raus. Und deswegen wird einem grundsätzlich empfohlen, höhere Gagen anzusetzen als die, die man hier findet. Genau. Ja. Ja, genau. Also es gibt auch einen Artikel dazu bei kameramann.de. Ja. Da könnt ihr gerne mal ich verlinke es in den Shownotes, da könnt ihr auch mal auf die Webseite schauen, in den Newsblog. Oder könnt ihr den Artikel auch nochmal nachlesen. Oder schaut ganz direkt bei der Verdi nach. Ja. Und da findet ihr dann nochmal den Prinzip der offiziellen Presse, die offizielle Pressemitteilung von diesem ganzen Tarifvertrag, der jetzt ausging am Ende. Witzigerweise oder interessanterweise ging es ja auch gut aus jetzt für die Filmschaffenden, auch wenn man bedenkt, dass vor, glaube ich, 2 Monaten die Pressemitteilung kam, dass man wirklich komplett in die gegensätzliche Richtung geht und dass die Tarifverhandlungen eigentlich so kurz nicht fortgeführt werden. Sind, und jetzt hat man sich halt doch einigen können, was dann doch sehr erfreulich ist für unser Business. Ja. Und was ich jetzt heute ganz aktuell gelesen habe, der BVFK, also Bundesverband für Fernsehkameraleute, hat jetzt auch die Tariffähigkeit oder Tarifbeschlussfähigkeit beschlossen. Sprich, da kommt jetzt auch eine neue Gewerkschaft dazu. Und aktuell gibt es auch eine Initiative von Autoren, die sich zusammengeschlossen haben, Kontrakt 18 heißt es, die eben mittlerweile darauf bestehen oder die sich zusammengeschlossen haben, weil sie darauf bestehen, als Autoren auch mit der Regie zusammenarbeiten zu dürfen. Ja, also nicht, dass es heißt, okay, wir haben jetzt ein Drehbuch gekauft, jetzt machen wir daraus, was wir wollen, sondern dass da eben mit eine Kreativität involviert ist. Also es gibt viele Bereiche, wo sich Filmschaffende zusammentun und da eben aktiv werden, um hier auch quasi eine Ausbeutung und eine faire Bezahlung einfach hinzubekommen. Ja, definitiv. Genau. Gut, dann sind wir aber auch am Ende schon angekommen, oder? Ich will noch eins kurz. Wir hatten gerade einen Artikel beim Kameramann. Ja. In der nächsten Ausgabe von Film und TV Kameramann, die müsste jetzt in den nächsten Tagen irgendwann kommen, bin ich der Meinung. Vielleicht zwei Wochen, glaube ich. Oder? Also 1 oder 2 Wochen dauert es noch. Die ist jetzt gerade in den letzten Zügen. Da ist ein Artikel von uns drin. Ja.
Es geht um Livestream, haben wir in der letzten Zeit schon sehr viel drüber geredet. Aber wer daran Interesse hat, wir werden ihn sicher auch, wenn wir das Ding in den Händen haben, euch mal zeigen. Schaut euch den Artikel gerne an. Wie gesagt, in der nächsten Folge, das ist die Juni-Ausgabe, oder? Nee, die 7. ist das schon, die Juli-Ausgabe. Da wird ein Artikel von uns beiden drin sein. Genau. Schöne prall gefüllte 4 Seiten. Prall gefüllte 4 Seiten, muss man sagen. 2 Doppelseiten mit Bildern inklusive und so weiter und so fort. Ne? So, nun aber zu den Picks, dass wir hier auch irgendwann noch mal zu einem Ende kommen. Johannes. Ja, vielleicht. Was ist das? Irgendwie, ja, also ich habe hier mal reingeschrieben. Es ist ein Programm, ein Dienst, ein Programm, mit dem ich jetzt schon ein paar Mal gearbeitet habe. Wo ich, bevor ich damit gearbeitet habe, immer überlegt habe, gibt es sowas, und man hat davon nicht so wirklich auch im Studentenbereich nie davon was gehört oder was zu tun gehabt, zumindest ich nicht. Das ist im Prinzip eine Software, die sich darum kümmert, dass man alles, was Produktionsschritte angeht, gesammelt machen kann in einer Software. Sprich, Stabliste. Ja, man kann komplett Adressbuch anlegen mit allen Leuten, mit allen Informationen. Da hat man, kann man also einfach anlegen, kann sagen, der macht das und das. Kann nachher mit einem Mausklick eine Stabliste ausdrucken oder als PDF rausgeben. Man kann alle Motive reingeben. Man kann dazu die kompletten Informationen schreiben zu dem Motiv. Man kann sich am Ende dann eine komplette Motivliste mit einem Klick rausgeben lassen. Man kann da drin den kompletten Drehplan machen. Man gibt alle Szenen rein mit einer kurzen Synopsis, die Bildnummern und so weiter. Und kann am Ende sich die so hinschieben, die einzelnen Bilder, die man braucht, und kann den Drehplan erstellen. Kann auch mit einem Mausklick sich den Drehplan als ausdrucken oder als PDF rausgeben. Man kann für die Maske, für Kostüme, für alle Gewerke sind da drin gebündelt. Man kann also wirklich darin alles machen. SFX, cool. VFX, kann man sich alles drin anlegen. Jeder kann in seinem Bereich drin arbeiten. Man kann Zugänge natürlich so freischalten, damit nicht jeder alles kann, damit nicht jeder alles bearbeiten kann, damit nicht jeder alles sieht. Ja, sprich, nicht jeder vom Team, der Fusselcheck, und das geht übrigens, sorry, ich habe es gar nicht gesagt. Fusselcheck, ich finde den Namen der Hammer, Fusselcheck. Fusselcheck 4 mittlerweile gibt es, also Fusselcheck 4, das ist die Versionsnummer. Genau, und mit der Software, die kostet Geld, die ist nicht umsonst, aber es gibt auch eine EDU, also eine Education-Lizenz für Studenten und für Schaffende im Bildungsbereich. Und dann kann man dann ein Projekt anlegen und kann da alle möglichen Leute dazu einladen und kann halt dann das pro Projekt dann eben nutzen. Was man nicht machen kann, soweit ich weiß, aktuell ist eine Dispo. Geht vielleicht irgendwie, aber ist, glaube ich, kein Hauptfeature und ja, kann man ja auch weiterhin Vorlagen auch machen. Aber das war auch so, dass man auch manchmal sucht, man auch für die Dispo eine Software, habe ich auch lange gemacht, weil es auch vielleicht klug wäre, dass man das drin hat. Aber ja, genau, auf jeden Fall kann man eben in der Vorproduktion alle Schritte drin anmerken, man kann alles machen, alles benutzen, jeder kann seinen Bereich machen. Und nicht jeder braucht zum Beispiel jetzt die privaten Handynummern von Schauspielern sehen, die sind da drin, das ist gut, dass sie drin sind, weil man alles an einem Ort hat, aber das muss nicht jeder sehen und jeder hat die Freigabe oder die Berechtigung, die er hat, die er braucht, und auch datenschutzmäßig ist das dann auch alles fein. Ja. Ist das ein Online-Tool oder ein Offline-Tool? Ist eine Software für Mac und Windows. Okay. Aber das sind Online-Projekte dann teilweise, also einer erstellt als Host. Und dann kann jeder in der Software arbeiten. Gut, eben, weil es offline, also du kannst offline eigentlich damit arbeiten. Und synchronisiert sich dann. Synchronisiert sich dann. Okay. Kann ich auch über meinen Account mehrere Projekte anlegen? Ja. Das ist cool. Und auch Zeitpläne und sowas? Also Gantt-Diagramm zum Beispiel oder so eine abgewandelte Form? So. Bestimmt. Nee, mich interessiert es tatsächlich, weil wir eben in dem Medienzentrum durchaus auf der Suche sind nach einem Tool, was uns den aktuellen Workflow ein bisschen erleichtern könnte. Zeitpläne mit Stäbchen oder sowas müsste ich mal schauen, habe ich selber noch nicht. Oder Deadlines festlegen oder sowas. Ja, das müsste ich mal schauen. Genau, aber das ist zu Fusselcheck 4, kann ich auch dann verlinken. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit, ich hab ein neues MacBook und habe jetzt eine Funktion nutzen können, die ich immer genug gehört habe, und zwar habe ich ja die Apple Watch und das MacBook. Ja. Und ich habe aus Gründen der Datenschutzgrundverordnung meinem Rechner, meinem Arbeits-MacBook alles so eingerichtet, dass ich nach einer Minute mein Passwort eingeben muss. Und das ist ja ziemlich nervig. Man muss nur telefonieren kurz und man sitzt vor dem MacBook, braucht Informationen und dann lockt sich das. Ja. Mit der Apple Watch muss ich kein Passwort mehr eingeben. Das heißt, wenn ich an mein MacBook gehe, die Enter-Taste, also aufweg quasi, dann steht da Entsperrung durch Apple Watch, weil das merkt, dass mein Apple Watch in einem Abstand von irgendwie 20 cm an meinem MacBook ist. Das ist cool. Und dann entsperrt sich das MacBook, weil ich es entsperren möchte. Und wenn ich halt nicht da bin und jemand anders drückt, dann wird ein Passwort gefordert. Kannst du hoffen, dass sie dir nicht geklaut wird?
selbst dann, wenn sie, sobald sie meine Haut verlässt, Hautkontakt verliert, hat die Apple Watch ein Passwort. Und ich kann die Apple Watch nur entsperren und auch dann nur hier zur Entsperrung nutzen wiederum, wenn die Apple Watch das Pass, den Passcode hat. Ja. Das ist sogar durchdacht. Genau, ich habe dann auch gedacht, wo ich die Apple Watch eingerichtet habe, Passcode anlegen. Also ich tue dann nicht jedes Mal, wenn ich rein möchte, meine Apple Watch einen Passcode eingeben. Mhm. Ist auch nicht so gedacht, sondern es ist wirklich nur für so Sachen, dass wenn dann die Apple Watch, und das muss man auch aktivieren, dass wenn jemand die Apple Watch geklaut hat, hat er sie logischerweise mir abgezogen, ne, weil, ne, hat sie meinen Hautkontakt verloren, dann muss man erstmal wieder den Passcode auf der Apple Watch eingeben. Um dann auf den Mac zuzugreifen. Genau. Schlaue oder Sache. Ich muss mein, oder ich kann mein iPhone entsperren. Und wenn ich wiederum mein iPhone entsperre, entlockt sich auch die Apple Watch, ne, wenn sie an der Haut Hautkontakt hat. Und dann kann ich sie wiederum auch am Mac dann zuzugreifen. Also das System funktioniert super. Also wirklich, ich hab's jetzt crazy. Benutzt. Ich sitze dann dran, telefoniere, drücke einfach kurz Enter. Mein MacBook wacht auf und entloggt sich direkt. Alles übers Internet, die Daten krank. Nein, Spaß. Ja? Nee, krass, was möglich ist. Krass, genau, und jetzt du. Und jetzt ich. Ich habe aktuell nur einen Amazon-Link drin. Es ist nämlich ein total perfides Produkt. Es ist schlicht und ergreifend ein Beschriftungsgerät. Mhm. Warum ist das diese Woche mein Pick? Ich bin jetzt an dem Edeka-Auftrag dran und habe extrem viel Kleinteile. Mhm. GoPro-Zubehör, Adapter, Kabel, Kameras, was nicht alles, was ich da jetzt rumstehen habe. Ich habe sogar einen Fernseher rumstehen dort und wirklich viel Gedöns. Und ich habe alles mit so einem kleinen Label gemacht, weil ich bin ja auf einer Baustelle dort und da fliegt viel Kabelzeug rum und so weiter. Und einfach, um die Sachen zu beschriften, super entspanntes Teil. Ich kann jeden Text eingeben, ich kann es formatieren. Klassisches Beschriftungsgerät, aber es macht die Zuordnung so viel einfacher und zumindest so ein bisschen... okay, das gehört jemandem. Ja, ich kann es jetzt nicht einfach nehmen. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Also das hier, ich wollte zuerst eins von Brother oder so ähnlich. Die waren aber relativ teuer im Verhältnis zu dem, was das jetzt kann. Das hat, glaube ich, 20 Euro gekostet oder sowas. Mhm. Also ist mein Pick diese Woche. Ich habe es heute wieder benutzt. Ich habe die ganzen Sachen beschriftet. Selbst die GoPro, mit der wir jetzt gerade aufnehmen, hat eine Beschriftung drauf, weil die mal eine Woche im Edeka schon hing. Ja, das ist mein Pick die Woche, weil es einfach so ein bisschen Equipment-Zugehörigkeit verdeutlicht. Und ja, das ist mein Ding. Ich verlinke das unten, dann könnt ihr es euch angucken. Ansonsten nichts Spektakuläres, außer ein Beschriftungsgerät. Ja. Das gut. Ist mein Pick. Gut. Tipptopp. Da waren wir am Ende. Wir haben wieder sehr lange gemacht, aber gut für euch natürlich. Ah, natürlich auch gut für uns, weil wir konnten. Und ich muss, viele Informationen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es halt auch ein bisschen gut eigentlich. Also klar, ich bin ein bisschen gut. Sehr schön. Also alle Aufnahmen sind natürlich toll. Ich fand unseren Podcast heute ein bisschen gut. Ja, ich sehr schön. Heute war er irgendwie speziell. Vielleicht liegt es daran, dass es abends ist und wir einfach jetzt entspannt sind, weil es eigentlich schon wie Feierabend ist und wir sitzen einfach da. Wir haben uns auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich wollte es auch gerade sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Mal, konnten uns jetzt einfach mal wieder auf einer Basis unterhalten, wo wir wirklich auch uns lange nicht gesehen hatten und was dazu auch wirklich Neues zu erzählen hatten, weil wir uns nicht jeden Tag sehen und dann uns austauschen können. Deswegen fand ich es heute wirklich, wirklich, wie es auch sein soll, ein Gespräch. Ich glaube, das kann aber echt auch positive Auswirkungen haben, dadurch, dass wir uns jetzt aktuell gerade nicht mehr so oft sehen und wahrscheinlich auch dann, wenn du aus dem Spielfilmprojekt bist, halt zum Podcast hauptsächlich sehen und zwischendurch vielleicht noch einmal, finde ich, ist es, glaube ich, schon cool, weil wir selber noch nicht alles wissen vom anderen und dann einfach die Neugier größer ist und wir noch cooler die Sachen auch teilen können. Ja. Voll gut. Dann beenden wir Folge 30, würde ich sagen. 30. Folge schon, verrückt. wir verabschieden uns. Viel Spaß beim Hören. Schreibt uns Kommentare, wenn ihr welche habt. Gebt uns Feedback. Sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und hören uns. Wir sehen und hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.